Und das war das allererste Mal, dass Uhren, die gebraucht waren oder aus dem Laden rauskamen, nicht mehr für Listenpreis, sondern über Liste gehandelt worden sind. Und dann solltest du sie kaufen, egal, no matter what, get the watch. Das ist für mich zum Beispiel ein Geheimtipp. Die steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Diese Uhr ist jetzt unfassbar teuer, richtig? Also wir reden über 300.000 Euro. Jetzt aber zur großen Preisfrage. Ist das eurer Meinung nach jetzt ein gutes Investment? Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute natürlich zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und wir haben heute zwei tolle Gäste in einer tollen Location. Wir sind nämlich hier in den heiligen Hallen von Bachmann und Scheer. Münchner Uhrenhändler und natürlich Uhrenexperten. Herzlich willkommen, Thomas Bachmann. Vielen Dank für die Einladung. Und Joram Scheer. Ja, ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Sehr schön, dass wir hier rein dürfen. Also, die zwei unter uns Leute haben uns versprochen, wenn das Video 10.000 Likes kriegt, dann dürfen wir uns hier zwei Uhren aussuchen. Also, das ist schon mal ordentlich. Mal schauen. Ich habe es jetzt einfach mal probiert. Aber wir haben tolle Uhren. Also, was ihr heute erfahren werdet, ist wirklich spektakulär. Also, ihr habt Insider-Tipps, wirklich Experten-Tipps. Ja, für jedes Budget was dabei. Wir wollen es durchgehen und natürlich mal komplett durch die Uhrenwelt. Also, für jede Preisklasse, auch für Anfänger natürlich was dabei und wie man sich auch sogar ein professionelles Uhrenportfolio aufbaut. Hm. Jetzt steigen wir mit dem Aktuellen ein, Joram. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Bankenkrise, ja. Manche haben Angst ums Geld, klingeln da die Schweizer Banker und viele bei euch durch und sagen, ich muss jetzt irgendwie ein Sachwert kaufen? Gefühlt nein. Aber was wir seit einiger Zeit sehen, ist, dass bestimmte Leute in den Vormittags eine Uhr verkaufen aus Angst, dass sie zu viele Uhren haben. Und am Nachmittag kaufen Leute Uhren, weil sie Angst haben, sie haben zu viel Geld. Also du hast Angst da draußen und es zeigt sich in unterschiedlicher Weise. Die einen wollen den Sachwert und die einen wollen einfach Bargeld haben, ja, oder Geld auf dem Konto. Aber es ist mehr Nervosität da zuletzt als aber nicht sonst. Durch die Bankenkrise, sondern okay. Das sehen wir schon seit einem Jahr gefühlt. Unsicherheit, ja, das Unsicherheit. Ist es. Die Leute sind unsicher und eine Entscheidung heute zu treffen zum Thema Geldanlage ist echt schwierig. Aber wenn das Vertrauen in eine Währung sinkt, müsste das doch tendenziell erstmal gut für eine Uhr sein, oder? Also der Goldpreis steigt, das habt ihr ja gesehen, der zieht gerade brutal an. Ja, das dauert bei Uhren immer eins länger. Gold ist halt schneller, Aktien sind auch schneller. Bei Uhren ist es immer mit einer Verzögerung von 4 bis 6 Wochen. Wir glauben aber, dass es gerade einen Zuwachs geben wird. Also wir kommen ja gerade so ein bisschen aus einer Kurve nach unten, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der Stabilisierungsphase und ich glaube, es zieht schon wieder an. So die ersten Uhren sind gefühlt schon wieder eins leichter zu verkaufen wie vor einem halben Jahr. Habt ihr auch die Bitcoin-Uhr von Frank Müller, ist es, glaube ich? Oh, jetzt muss ich passen, jetzt haben wir so tolle Uhren dabei. Die Bitcoin-Uhr von Frank Müller nicht. Ich muss sagen, wir hatten sie auch noch gar nicht. Okay. Ich hätte sie dir gar nicht aufs Tablett legen können, leider. Wir handeln aber gerne Frank Müller-Uhren. Ja. Die sind in unserem Markt deutlich günstiger wie Listenpreis. Da reden wir teilweise von einem Drittel vom ehemaligen Listenpreis, also ein echter Verfall. Aber in der Preisklasse sind es tolle Anlage bzw. auch tolle Kunstwerke, die man sich kaufen kann. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Wir hatten ja in den letzten Jahren einen brutalen Boom. Jetzt hat sich das so ein bisschen abgekühlt. Und jetzt liest man schon in den letzten Wochen, Monaten auch so Artikel nach dem Motto, ja, ist vielleicht jetzt die Chance, da mal zuzuschlagen. Ist es jetzt attraktiver geworden? Also muss man sich jetzt mit dem Thema beschäftigen? Also abgekühlt ist eigentlich gut. Was wir hatten eigentlich eine Phase, auch in Corona, die war extrem hoch und die sich dann bis zu einer Blase aufgebläht hat. Das haben aber auch irgendwie fast alle gesehen. Wir haben auch ein paar Uhren gehabt, die sind schon alle wieder weg, die eigentlich gefühlt zu teuer waren. Wir sind aber wieder auf dem gleichen Niveau wie davor, vor dieser Blasenbildung. Mhm. Und momentan schauen alle gebannt auf die Preise. Thomas würde mir da vielleicht sogar widersprechen. Wir haben da auch oft nicht das gleiche Gefühl zur Sache, weil es nicht so greifbar ist, wie man sich das jetzt wünschen würde. Ja? Also ich würde sagen, der Markt ist total robust. Also unsere Zahlen sind sehr gut. Und ich glaube, der Thomas würde trotzdem meckern, wenn ich ihn jetzt fragen will, wie läuft es, würde er sagen, ihr seid ein bisschen wie ein altes Ehepaar. Ja. Ihr seid euch nicht immer einig. Wir dürfen uns gar nicht immer einig sein, sonst wäre das alte Yin-Yang-Prinzip nicht erfüllt. Im Handel ist es ganz wichtig, dass man challenged, dass man eine andere Meinung auch hat. Mhm. Und der andere muss gut begründen und dann kann man Konsens finden. Und so versuchen wir, ich meine, wir machen ja nichts anderes wie Geldanlage mit Uhren. Ja? Das heißt, wir nehmen unser Geld, unsere Erfahrung, unsere Expertise,
haben uns eine Verkaufsniederlage gebildet, Mitarbeiter, Uhrmacher, und versuchen damit Gewinne zu erzielen und dementsprechend natürlich auch das Geld richtig anzulegen. Weil manche Uhren haben wir auch ein Jahr oder zwei Jahre. Das ist und manche nur einen Tag. Also ja. Dieser Durchschnittsaufenthaltsdauer einer Uhr ist bei uns gefühlt so 4 Wochen. Ja, ist der Durchschnitt. Ja. Aber manche Uhren kaufst du, und während du sie auf die Internetseite nach dem Test und der Reinigung etc. gibst, merkst du schon, ui, da ist jetzt Druck auf die Uhr. Die könntest du jetzt gefühlt 3-4 Mal verkaufen an einem Tag. Du hast sie aber nur einmal und wir können sie auch nur einmal verkaufen. Jetzt hast du den Hype schon angesprochen, der letzten 3 Jahre war. Ich meine, gerade auf YouTube, wenn man da unterwegs war, gefühlt auch gerade eine jüngere Zielgruppe, ja, die sich plötzlich für Uhren interessiert hat. Und da möchte ich auch gleich mal konkret werden, weil eine Uhr ist mir schon hier ins Auge gestoßen, an der man irgendwie nicht dran vorbeigekommen ist. Patek Philippe Nautilus, korrigiert mich, wenn es falsch ist, 5711. Das ist der Vorgänger, du hast schon recht. Die du in der Hand hast, ist die 3700, also ist die Uhr Nautilus. Aber die aktuelle, die bis vor 2 Jahren gebaut worden ist, war die 5711. Und die wollen junge Leute, weil die so teuer geworden ist und weil VIPs die tragen und auf Instagram ist die Uhr sehr sichtbar, war da extrem Push drauf auf die Uhr. Ja, hier hast du eine 5711, ja, mit hellem Zifferblatt. Die hast du jetzt als solche gar nicht wahrgenommen, nur weil das Blatt eine andere Farbe hat. Ja. Das ist aber die gleiche Referenz, nur hinten die letzte Nummer nicht. Okay, preislich liegt die... ein bisschen teurer, die alten sind ein bisschen höher. Sowas ist für mich jetzt übrigens gerade ein Tipp, weil man die gerade für unter 100.000 Euro, entschuldigt, das ist viel Geld, das ist uns klar, wir müssen es trotzdem immer in Bezug nehmen. Momentan ist das für mich gerade ein Kauftipp, weil die wurde nur 2-3 Jahre gebaut mit weißem Blatt. Im Winter weniger gefragt wie im Sommer. Wenn du jetzt braun gebrannt bist, sieht das echt gut aus, wenn du kurzärmlich wo am Strand stehst. Dann brauche ich noch eine zweite mit einem anderen Ziffernblatt. Vor allem, wer sieht dann da? Das ist wie bei Autos auch. Da gibt es immer das alte Produkt, das ist spannend. Und dann wie beim Porsche, du kannst ja was aus den 70er Jahren aussuchen und alle klatschen und du kannst was Aktuelles tragen oder fahren und kriegst da deinen Applaus oder auch deinen Neid, je nachdem. Vielleicht, um jetzt nochmal aber jeden abzuholen, sie liegt jetzt knapp unter 100.000, 98.000 Euro. Das ist so der Marktwert dieser Uhr. Der Listenpreis war um die 30, als sie eingestellt wurde. Okay, also wenn ich Glück habe und von Patek eine Uhr bekomme, dann würde ich nur 30 Riesen zahlen. Die haben sie jetzt aber eingestellt, du hast recht, aber als sie eingestellt haben, war das so. Also der sie zugeteilt bekam, hatte in dem Moment den fast 4-fachen Wert in der Hand. Das hat sich aber nicht von heute auf morgen entwickelt. Im Jahr 2009 und 10 haben wir diese Uhren unter 20.000 Euro verkauft. Wir haben all unseren Freunden gesagt, kauft es, super. Ein paar haben uns zugehört und haben das gekauft, auch wenn sie gar nicht. Das war damals unter Liste, muss man sagen. Okay. Also, sie sind eine Zeit lang unter Liste gehandelt worden, die Uhren. Und dann hat Patek ganz restriktiv beschlossen, das war ein echter Entschluss, zu sagen, wir teilen diese Uhren nur noch zu. Das heißt, du musst da vom Konzessionär Name, Adresse abgeben. Und die sagen, ob du die Uhr bekommen darfst. Und da auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Mhm. Und auf einmal wurden die Uhren über Liste gehandelt. 5.000 Euro, 10.000 Euro, 50.000. Bis jetzt heute eingestellt um die knapp 100. Darf ich da ganz kurz dazwischen grätschen, damit wir vielleicht so ein bisschen die Anfänger mitnehmen? Keine Angst, wir gehen heute auch richtig tief rein. Vielleicht nur ganz kurz, für den Anfang haben wir uns überlegt, vielleicht wirklich Fragen, die man schon immer mal einem Uhrenprofi stellen wollte und sich nie getraut hat. Denn jetzt werden sich vielleicht einige fragen, oh, ich habe ja jetzt noch ein paar hunderttausend rumliegen, kenne mich jetzt nicht so aus, klingt gut. Und hier der Joram ist Experte und sagt, das wäre ein Kauftipp. Du hast es gerade schon gesagt, kriege ich so eine Uhr überhaupt? Vielleicht mal so für die Leute, die nicht so tief drin sind. Da kann man jetzt nicht einfach zum Karstadt gehen und sich eine Patek kaufen. Wie läuft das? Also tatsächlich ist es ja so, dass du die noch nie bei Karstadt bekommen hast, sondern immer nur bei den Patek-Konzessionären. Das sind ganz wenige Geschäfte. Die großen kennt man so. Das ist so Wempel und Bucherer und noch ein paar andere in Deutschland natürlich. Und die versuchen natürlich, den Vertrieb einzuschränken. Dieses Jahr verlieren wieder mehrere Konzessionäre. Zweistellige. Ihre Konzession. Also früher, also 2009, da war es gar nicht so toll. Ihr wisst, damals noch Finanzkrise, da wärt ihr Jungs in die Boutique bei Wempe oder Bucher reingegangen, hättet gesagt, ja, was kostet die und was geht noch am Preis und kann ich mit Kreditkarte zahlen, und dann hätten sie die dir einfach gegeben. Wie Thomas gerade gesagt hat, es hatte sich dann etwas geändert. Irgendwann mal haben sie es nicht einfach mal den Herrn Meyer und den Herrn Müller gegeben, sondern musstest du schon ein bisschen zeigen, dass du auch andere Uhren kaufst und nicht nur eine Stahl-Nautilus, sondern auch einen ewigen Kalender in Gold oder auch was für deine Frau. Und dann haben sie schon ein bisschen geguckt und haben versucht, den Preis zu stabilisieren. Sehr erfolgreich.
Wir haben ein Video gedreht 2017, da haben wir alle aufgefordert, Nautilus-Uhren zu kaufen, weil wir gesagt haben, die überholt gerade die Daytona. Das war damals für uns so krass, da kommt eine Patek und überholt eine Rolex Daytona. Und wie sie überholt hat, die hat man dann gar nicht mehr gesehen, die Nautilus. Und jetzt kommt genau der Punkt. Angefangen hat es mit diesen, es ist zu wenig auf dem Markt, eigentlich mit Rolex Daytona 1991, 92. Da haben die Uhren im Laden 4.500 Mark gekostet und auf einmal waren die nicht lieferbar, weil die Schwierigkeit hatten, damals von Zenit das Werk zu bekommen. Und dann sind ein paar Leute losgegangen und haben gesagt, ich möchte aber unbedingt diese Uhr haben. Ja, dann zahle ich halt 500 Mark mehr, ist doch mir egal. Und so hat das angefangen. Auf einmal hat die Uhr innerhalb von dem Jahr 8.000 Mark gekostet. Und das war das allererste Mal, dass Uhren, die gebraucht waren oder aus dem Laden rauskamen, nicht mehr für Listenpreis, sondern über Liste gehandelt worden sind. Also Tommy ist von Anfang an dabei. Das ist das einzige Produkt, das jetzt seit 1991 über Liste gehandelt wird. Die hat einen super Track Record, ja. War das nicht sogar früher? Also konsequent. Wir reden von einem Produkt, das seitdem es auf dem Markt gibt, nicht zu kriegen. Das ist künstlich erzeugte Verknappung. Und die auf den sogenannten Graumarkt oder Sekundärmarkt, ich mag den Begriff Graumarkt irgendwie gar nicht, es klingt so illegal, ja, zahlen meine Steuern und zwar echt ganz normal. Dort konnte man sie nur noch kriegen. Das ist jetzt auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage, wo kriege ich die denn? Dinge, die du nicht beim Konzessionär kriegst, musst du ein bisschen dich anstrengen, heute leicht im Internet. Da gibst du das eine und kriegst auf einmal Angebote auf der ganzen Welt, wo du es kaufen kannst. Wir reden auch von einer Zeit, wo vielleicht Chrono 24 noch nicht so bekannt war. eBay noch sehr klein oder sehr unsicher auch. Ja. Ich glaube auch, dass das Instagramming und vielleicht auch das TikToking dazu geführt hat, dass immer mehr Leute ein Bewusstsein für Uhren entwickelt haben, das gesehen haben, wer das trägt. Und jetzt können sie kein berühmter Basketball- oder Filmstar werden, aber vielleicht können sie sich so eine Uhr leisten. Und ihr wisst ja, die neue Generation ist ja nicht, die Jüngeren sind ja nicht mehr so krass auf Autos. Ich glaube, vielleicht ist es bei euch auch schon so der Fall. Wir sind noch totale Autofans. Also ich bin kein Autofan. Ja, du schon nicht mehr. Und bei dir so geht's noch so? Ich kann mich dafür begeistern, aber ich bin jetzt in der Technik nicht so drin. Was ich damit sagen möchte ist, irgendwo muss hier irgendwas hin. Sprich, du willst dann auch vielleicht im Nachtclub oder am Strand sitzen. Ich weiß nicht. Jeder möchte ein bisschen auch zeigen, in welcher Liga er spielt. Also nicht, also wir verkaufen ja nicht nur Uhren an Angeber, aber es ist auch ein Side-Effekt von diesen Uhren. Und ich habe das Gefühl durch dieses Instagram, dass es ein echter Beschleuniger wurde, dass man sich ausdrückt, wo man steht durch die Uhr. Und da hat jeder Kulturkreis seine eigene Message, die er da auch bringt. Es gibt Kulturkreise, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine sehr hochwertige oder sehr seltene und teure Uhr trägst, um klarzumachen, in welcher Einkommensgruppe oder Investitionssituation du gerade bist. Das ist vielleicht in Europa nicht ganz so ausgeprägt, da ist man ja eher dezent unterwegs auch und macht die leisen Töne. Aber es gibt Länder, da wird das richtig eingesetzt oder als Geschenke auch. Wusstet ihr, dass ich bei dieser Uhr auch auf der Warteliste stehe? In Genf, bei Rolex. Ich glaube, ich werde sie nie kriegen. Doch, du wirst sie kriegen. Irgendwann mal und dann solltest du sie kaufen. Egal, no matter what, get the watch. Auch wenn du gerade sagst, ich muss die Steuernachzahlung gerade. Du holst ja dann Kredit und holst die Uhr, weil erstens ist es eine wunderbare Uhr. Also ich möchte sie auch wirklich tragen. Vergleiche hinken, aber wenn es ein Auto wäre, wäre es ein 911er und es ist immer gut, sowas zu haben. Jetzt ist ja die Frage, genau, du würdest sie jetzt kaufen, um sie also zu tragen? Also ganz kurz, die haben mir damals gesagt, es dauert ungefähr 10 Jahre, wurde mir gesagt. Zwei Jahre habe ich schon. Zwei Jahre schon. Also noch 8 Jahre und dann bin ich stolzer Besitzer. Wenn das stimmt, was du sagst. Und ich jetzt, sie wirklich du bist jung genug, dass du es erleben wirst. Ja? Früher war es so, dass dieser Aufpreis auch beinhaltet, ich muss 10 Jahre warten. Die erhöhen im Schnitt alle 2 Jahre um 10% den Preis. Also kann ich mir ja hochrechnen, was, wenn ich denn dann dran bin, mich die Uhr kostet. Das war früher immer so ein bisschen dieser Aufpreis, den man bezahlen muss. Und man sagt, dann warte ich halt nicht, hab sie gleich. Bis ich sie kriege, kostet sie mich ja dann eh so viel. Das war so ein bisschen immer auch die Rechtfertigung, diesen Überpreis zu zahlen. Das hat sich nur davon entfernt. Ja. Aber du hast recht, und irgendwann mal wirst du sie kriegen und trag sie mit Genuss, weil das Schönste ist nicht eine Uhr zum Wiederverkaufen, ist ja keine Aktie, sondern zum Tragen. Das ist einfach schön, sowas zu haben. Da habe ich wieder eine blöde Frage. Wenn ich mir jetzt so eine Uhr kaufe
und will, dass die nicht im Wert sinkt, darf ich die dann überhaupt tragen? Oder ist die jetzt quasi so, es gibt ja die iPhones, die noch original verpackt sind oder so Spielkarten zum Beispiel. Wenn ich die auspacke, sind die ja quasi schon nichts mehr wert. Wenn ich jetzt so eine Uhr regelmäßig trage, wie schnell verliert die denn an Wert? Die Wahrheit ist, jeder, der sich zurückhalten kann und das Produkt nicht benutzt, hat natürlich schon einen Mehrwert geschaffen zu demjenigen, der die Uhr getragen hat, ganz klar. Aber es gibt gewisse Modelle, wo eindeutig sichtbar oder wo eindeutig klar ist, dass die Uhr ungetragen ist. Früher war zum Beispiel bei Rolex, macht man es nur noch zu einem Teil, war es foliert oder mit einem grünen Siegel unten beklebt. Und wenn dieses Siegel dann angekratzt oder angeschweißelt war, dann war ganz klar, der hat die angehabt, war halt sehr vorsichtig unterwegs. Und wenn dieses Blinking Hologram noch gut sichtbar war, dann hast du 10-20% mehr bekommen wie für eine gebrauchte. Was ja auch gerechtfertigt ist, wenn du die Briefmarke nur anguckst, muss sie mehr wert sein, als wenn du sie tatsächlich mal verschickt hast. Aber eine gute Frage. Es gibt also Uhren, die sind noch in der Original-Versandbox von Patek an den Händler. Das mag Patek eigentlich gar nicht, aber diese Uhren gibt es trotzdem. Sprich, da ist noch ein Karton drum, da ist das Siegel drauf. Das ist dann double sealed, also sie ist eingeschweißt, die Uhr. Dann ist da ein Karton drum, der hat dann auch noch das Siegel drauf. Und die Uhr hat immer noch Genfer Luft drin. Und das ist dann so eine Art Safe Queen. Und ganz klar, wenn ich dir jetzt die anbiete oder die Safe Queen, kannst du sagen, ich entscheide mich für die Aktie. Die Uhr hat das Potenzial, niemals Tageslicht zu sehen, weil sie immer als Aktie gehandelt wird. Immer irgendeiner legt sie sich in den Safe zu dem Wert dann. Und eine Uhr, die ausgepackt ist, da kriegst du vielleicht auch irgendwann mal, wo du sagst, jetzt ist es egal, jetzt trage ich die mal jetzt. Ich habe ein tolles Geschäft gemacht oder ich bin jetzt 40 geworden. Wurscht, ich ziehe die jetzt mal an, ich heirate. Dafür sind ja eigentlich die Uhren gemacht. Also wir finden diese verpackten Uhren eigentlich immer ein bisschen traurig. Bei diesen verpackten Double Sealed musst du eher aufpassen, dass es keine Fälschung ist. Auch das. Weil die Uhren so schlecht sichtbar sind, haben sich eine Fälschergruppe mal Gedanken drüber gemacht und viele Double Sealed Modelle, speziell im Nautilus-Bereich, auf den Markt gebracht, die keine echte Nautilus beinhalten. Ist das bei euch auch großes Problem? Also, ja. Also man muss schon genau gucken. Es gehört dazu, dass wir schauen, erstmal von wem kauft man es, wie verhält es sich. Und dann schauen wir immer im Sechs-Augen-Prinzip Uhren an. Theoretisch könnte ja auch gar nichts drin sein. Also wenn quasi die Uhr nie jemand sieht, existiert sie ja vielleicht gar nicht. Ja, da ist ein Fenster vorne drin, nichtsdestotrotz. So ähnlich wie mit diesen Goldmünzen, die Banken verkauft haben, wo man sagt, es kann doch nicht sein, dass die Kreissparkasse einen gefälschten Stein oder eine gefälschte Goldmünze. Aber das ist alles auch passiert. Und es ist sehr selten. Also bei uns gab es diesen Fall jetzt so noch nicht. Mhm. Aber im Markt und in unserem Business gibt es das. Wie ist das denn jetzt? Also nehmen wir mal folgendes Beispiel an. Ich möchte eine Royal Oak haben, eine Nautilus, eine Daytona. Ich werde bei allen Konzessionären abgewiesen, habe aber das nötige Kleingeld und gehe dann und möchte mir eine kaufen. Und ich sehe eine bei eBay, ich sehe eine bei Chrono24. Ja. Egal. Worauf muss ich denn achten? Gibt es so ein paar Punkte, woran ich erkenne, okay, das ist seriös, das ist eine Fälschung? Gibt es da so ein paar Dinge, woran ich mich ranhalten kann? Weil es ist ja schon ein großes Invest. Ja, du, am Schluss ist es immer die Nachhaltigkeit. Und wenn du einen Händler auf Chrono24, auf eBay oder sonst wo kennenlernst, der nachhaltig, also ich würde mal sagen länger wie 6 oder 7 Jahre ein Geschäft betreibt, und das ist ja das Schöne an der Schwarmintelligenz, das kannst du ja auch noch alles überprüfen, wie zufrieden die Leute mit dem waren, wenn du das heute in Google eingibst, und das eigentlich sehr positiv aussah, dann ist das schon mal der erste Schritt ins Glück, würde ich sagen. Alles, was jünger ist wie 6-7 Jahre Ladengeschäft oder ordentlich angemeldete Firma, hat immer das Potenzial, auch mal kurz wieder wegzutauchen. Ja? Und das zweite große Problem, das wir auch zurzeit sehen, sind diese ganzen riesen aufgepumpten Firmen, die zweistellige Millionenbeträge als Kredit laufen haben, deren Geschäftsmodell eigentlich immer unter Beobachtung ist, die im Jahr 3-4 Millionen Euro verlieren und die auf einmal insolvent gehen. Und zum du hast gerade das Geld hin überwiesen. Ja? Haben wir jetzt gerade eben erlebt, auch wieder bei einem Marktteilnehmer. Kannst du dir ruhig sagen, das ist ja offiziell. Ja, bei Watchmaster. Das ist natürlich eine Situation, wenn du denen eine Uhr eingeliefert hast oder gerade das Geld überwiesen hast. Du denkst, du spielst da mit einem großen Teilnehmer, weil der 2000 Uhren anbietet, aber Pustekuchen. Also viel interessanter ist doch einfach mal gucken, wie war denn die Bilanz von dem die letzten Jahre und haben die denn Geld verdient? Nachhaltig. Genau. Die Nachhaltigkeit ist es. Wir sind eine GmbH, es dauert 5 Minuten, dann wüsstet ihr,
wie es denn so um uns bestellt ist. Und es gibt euch schon länger als 6 Jahre. Ja, ja, ja. Und das ist ein guter Indikator für jemanden, der frisch einsteigt. Ein großes Problem ist auch, auf einer Uhrenbörse oder Messe eine Uhr zu kaufen. Mhm. Also wir haben bis vor 15 Jahren da auch ausgestellt, der Jaum und ich. Wir wissen, wie dieses Messeleben funktioniert. Da ist schlechtes Licht, da wird geschubst von hinten und von vorne und du sollst dich da entscheiden, 1.000, 5.000, 15.000 Euro auszugeben. So kann man keine Uhr überprüfen, wir auch nicht. Also, das sind auch gerne Problembären, die auf Messen verkauft werden, so nach dem Motto, nur irgendwie raus aus dem Produkt, irgendein Depp soll sie bitte kaufen. Mhm. Also Messen ist was für jemand mit extrem Ahnung, einer guten Paranoia und einer starken Lupe. Ja. Also, und dann gibt es immer Teilnehmer auf so Messen, wo man durchaus kaufen kann, aber die rauszufiltern ohne Fachwissen. Also wir wissen, auf jeder Messe sind so 10 Leute, mit denen wir Geschäfte machen wollen und mit 90%, also nicht 10, sondern 10% der Leute, und mit 90% würden wir keine Deals machen. So, aber sonst hast du ja normalerweise einen Versandhandel vor dir. Das heißt, du bestellst über Krono oder bestellst bei eBay. Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht in Deutschland. Mhm. Ja? Ob du jetzt bei Krono bestellst oder bei uns direkt oder bei einem Kollegen, du kannst offiziell 14 Tage die Uhr zurückgeben, ohne Angabe von Gründen. Also das ist schon ein Komfortwert eigentlich, ja, den du hast. Also, du musst dann nur in die Überprüfung auch gehen in den 14 Tagen. Also wir leben gut davon, dass der Thomas das seit 32 Jahren macht und wir gemeinsam jetzt seit 25. Also jedes Jahr legst du da immer noch mal eine Schicht drauf von Leuten, die wissen, da kannst du hingehen, und kriegen heute waren auch wieder viele Leute damit Empfehlungen. Das ist das Beste, was es gibt, die man sagt, da kannst du hingehen. Weil Probleme gibt es, die muss man dann halt nur lösen. Genau, ja? Dumme Frage. Richtig. Uhrenhändler. Was macht ihr denn jetzt genau? Also ihr kauft Uhren, ihr verkauft Uhren, aber passiert aber was. Genau, da passiert was. Also das ist ja das Spannende. Thomas kann nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Vor allem, also, ihr wollt ja auch Gewinn damit machen. Ihr macht das ja nicht. Ja, ja, ja. Wir haben eine Gewinnerzielungsabsicht, sonst wird es uns nicht lange geben. Genau. Also das ist ein wichtiger Faktor, sonst können die Leute nicht mehr mit uns spielen. Also wir müssen das haben. Aber davon abgesehen geht es eigentlich um 2 Punkte. Jeder Händler und jedes Ladengeschäft, das mit gebrauchten Uhren handelt, hat so seine Linie, was er macht. Mhm. Und unser Eins arbeitet eigentlich mit modernen, gebrauchten Uhren, und wir haben so eine Art Delikatessen- und Feinkostabteilung noch, wo wir spezielle alte Produkte auch noch anbieten wollen und haben. Wir haben uns nicht spezialisiert, nur Vintage zu machen, sondern wir versuchen, den kompletten mechanischen Armbanduhrenmarkt abzubilden. Mhm. Gleichzeitig sind wir aufgrund unseres Ladengeschäfts natürlich auch Anlaufstelle für viele Menschen, die was verkaufen möchten. Da kommt jemand rein, der hat eine Damen-Gold-Rolex und möchte die gerne verkaufen. Da sagen wir auch nicht nein. Auch das handeln wir durch, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht so bei uns im Fokus stehen würde. Ja? Okay, ich kann jetzt auch mit meiner Uhr hier kommen und sagen, was gibt denn mir dafür? Das ist ein bisschen Segment. Eine Bread and Butter und ein Daily so unterschieden. Wir hier oben versuchen hier im oberen Bereich durchaus die Uhren, wo man gern zu 4 oder 6 Augen-Prinzip mal so drauf guckt, intime Gespräche zu führen mit Kunden, was sie suchen, was sie verkaufen wollen. Da geht es um Sammlungen. Die Leute schätzen sehr Diskretion und auch Ruhe. Das ist unten im Geschäft, sage ich mal, nicht so vorhanden. Ich bin jetzt einfach mal arrogant und sage, eine Speedmaster wird wahrscheinlich eher eine normale unten gehandelt. Ich habe aber eine Speedmaster mitgebracht. Na, wo ist sie denn hier? Zum Beispiel sowas. Das ist die gleiche Uhr, wie du sie trägst, nur aus den 60er-Jahren mit einem Tropic-Zifferblatt. ja. Für Fans. Das ist was für Fans. Die kostet 77.000 Euro, du hast recht. Also die kann sich jetzt nicht jeder einfach leisten. Also auch ich kann nicht jetzt mal auf schnell entscheiden, die kaufe ich mir mal gerade eben. Aber sowas würde zum Beispiel eher oben besprochen werden, weil da müssen wir sehr viele Tests machen. Ist das Zifferblatt, Tritium, Radium, ist die Lünette original, passt das Band, alle Teile. Bei einer moderneren schaffen wir das unten und auch unsere Mitarbeiter viel leichter. Mhm. Und ich glaube, das ist das Top-Thema, wieso es uns überhaupt gibt. Wir verwalten eigentlich die Originalität, beziehungsweise verwalten die Produkte oder kuratieren die Produkte so, dass sie ein Kunde kaufen kann in der Preisklasse, wie es angemessen ist. Also das Spannende bei einer Uhr ist ja, die jetzt älter ist, gibt es ja perfekter Zustand bis hin zu extrem stark runtergerockt und stark getragen. Es gibt aber in dieser ganzen Line einen Preis und es gibt auch eine Kundenschicht dafür. Es gibt Leute, die finden es cool, eine Uhr zu haben, die echt gelebt und geliebt worden ist auch. Mhm. Und manche sagen, für mich ist Perfektion an allererster Stelle und ich steige überhaupt erst ein bei einer alten Uhr, wenn die umpoliert und wie neu ist. Ja?
Und das richtig zu bewerten oder einzuordnen, das ist ein Teil unseres Jobs, die Uhren am Leben zu halten, zu reparieren. Banal an, meistens mit reinigen. Ja, mal sauber machen. Sauber machen. Man glaubt gar nicht, wie schmutzig manche Uhren sind. Welche Teile, es fängt meistens mit einem Lederband oder so an, wo man sagt, dann kommt jetzt mal wieder ein schönes neues Band hin. Man reinigt, man schaut, ob das Glas ausgetauscht werden muss, wenn es zerkratzt ist. Wir versuchen alle Teile, wenn möglich, authentisch zu halten. Das ist ein bisschen wie beim Auto. Je mehr alte Teile dran sind, umso besser. Und wir sind schon spezialisiert auf bestimmte Dinge, wo wir sagen, all authentic. Da ist dann jedes Teil, Glas, Krone, Band, Lünetteneinlage, Lünette, Zifferblatt, Zeiger und im Werk, alles aus der Zeit. Und es geht ums Geld. Und je originaler und toller, umso teurer. Jetzt eine ganz, ganz freche Frage. Ist das ein High-Margin-Game oder ein Low-Margin-Game? So, oder variiert das sehr variiert stark von der Uhr? Mhm. Also es gibt wahrscheinlich Uhren, die ihr lieber verkauft, weil ihr wisst, okay, da gibt es... Es gibt Uhren, da verdienen wir wirklich, wo wir sagen, das hätten wir gerade sein lassen können, aber schön, dass wir die hatten. Also wir reden dann von einem Umsatz, wo du sagst, das ist ja nicht, das ist fast nicht glaubhaft. Der Steuer gegenüber, wir müssen das ja auch erklären. Die Steuer sagt, das glauben wir so nicht. Wir können es natürlich immer alles klar dokumentieren und im schlimmsten Fall, haben sie noch nie gemacht, könnten sie ja den Verkäufer anrufen, auch die Daten wären ja da. Aber das Wesentliche ist, von der kleinen Marge, weil uns die Uhr gut gefällt oder weil wir sie in Zahlung genommen haben und eigentlich der Gewinn schon passiert ist, jetzt haben wir aber die Uhr, jetzt muss sie eigentlich praktisch zum EK eigentlich nur wieder bewegt werden. Und wir haben Uhren, da sind gute Margen dran, wo wir sagen, das gefällt uns, sind aber auch oft die nicht so attraktiven Uhren, wo du ein Jahr oder zwei wartest, dass mal dann einer vorbeikommt, wo man sagt, ja, wenn ich es mir ausrechne, war das immer noch okay, dass wir das hatten. Ja? Also von bis. Aber die Top-Frage, die du dir ja stellen musst, wenn du jetzt sowas besitzt, wie verkaufe ich das denn? Also jetzt hast du dich entschieden, du hast dir die Uhr gekauft, du hast da Freude dran und jetzt beobachtest du auf dem Markt, die ist jetzt um 10%, 20% gestiegen. Wie wirst du die Uhr denn wieder in den Markt zurückbringen? Und da kommst du früher oder später mal auf uns. Wie entsteht denn so ein Marktpreis? Ich sage jetzt mal, jetzt kommt einer zu euch mit einer besonderen Uhr. Ja. Dann müsst ihr euch ja überlegen, okay, was bieten wir dem jetzt an und wie können wir sie weiterverkaufen? Also ihr habt natürlich viel Erfahrung und sicherlich ist es oft dann auch ein Gespür, aber trotzdem, ihr könnt jetzt auch nicht sagen, okay, wir kaufen jetzt mal für 100.000 und hoffen dann mal und beten, dass wir sie für 120.000 weiterverkaufen. Also super Frage. Wie kommen so Preise zustande? Also übrigens sind alle deine Fragen gut aus bisher und du auch noch keine komischen Fragen gestellt. Das ist super. Die kommen noch. Das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Erstens Erfahrung, ja, aber auch die Diskussion. Oft nehme ich eine Uhr in die Hand oder auch der Thomas sagt, ja, wo siehst du die gerade? Da geht es um Auktionsergebnisse. Der Thomas ist ein Elefant, der kann sich Sachen merken, wo du sagst, wieso weißt du das? Der kann ja sagen, dass er 2016 bei der und der Auktion in Hongkong die Uhr zu einem bestimmten Wechselkurs... Ist heute aber gar nicht mehr so wichtig, weil wenn du geschickt im Netz suchst, findest du eigentlich sehr viele Ergebnisse. Geschickt Ergebnisse. Heißt was? Geschickt heißt, du musst die richtige Frage dem Netz stellen, wie immer. Mhm. Und du musst vor allem eins extrahieren von... teilergänzt oder nicht so gut im Zustand zu deiner Uhr. Okay. Und was wir häufig erleben, sind bei alten Modellen, Tudor, Omega, Patek, Rolex, Auktionsergebnisse, die irgendwo erreicht worden sind, in der Schweiz, in Deutschland, die Uhren aber zu einem Teil eine Restaurierung aufweisen oder einen Makel aufweisen, der wird in der Auktion nicht besonders erklärt, weil eine Auktion verkauft nicht, sondern sie versteigert. Und das musst du immer in den Konsens sitzen zu dem Produkt, das du vor dir hast, das vielleicht die gleiche Referenznummer besitzt. Also, du hast einen 500 SE, aber der hat halt noch das alte Lenkrad und die alten Felgen drauf, die im Zweifel 30% oder 40% des Wertes ausmachen. Und hast einen 500 SE vor dir, der das nicht mehr hat. Es sind beides 500 SEs. Und warum kostet der eine 20 und der andere 40.000? Weißt du? Und das ist, glaube ich, das meine ich damit, mit diesem Research. Das braucht viel, viel Aufmerksamkeit. Es hat immer damit was zu tun, was du kaufst. Bei moderneren Uhren ist das alles viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Also eine alte Uhr, wenn man es ganz ehrlich ist, wenn man nicht selber auf der Auktion war, die Uhr in die Hand genommen hat, eine Zehnerlupe dabei hatte, das diskutiert hat und dann am allerwichtigsten abends an der Bar, im richtigen Hotel mit den richtigen Händlern gestanden hast, um diese Uhr nochmal zu besprechen, ob die denn wirklich so toll ist oder ob es da eine Story gibt, die dich vielleicht vom Kauf abhält. Das sind so Quintessenzen und dieses so leicht, ja, auf der Auktion hat die schon 100 oder nur 100 gebracht.
Das ist sehr oberflächlich und da müssen wir mal genauer schauen. Zurück zur Frage. Es wird diskutiert. Auktionsergebnisse. Chrono24 langt überhaupt nicht zum Gucken, was etwas wert ist. Es gibt viele Firmen, die sind nicht mehr auf Chrono24. Ganz viele Händler sind runtergegangen, weil es sehr teuer geworden ist. Also eine Vielzahl Messen. Also wir sind im Jahr sicher auf 20 Messen. Wir machen mehrere Auktionen. Wir reden dann mit Leuten nach Auktionen, die auf Auktionen waren und lassen uns den Gossip erzählen. Die kompletten Marktüberwicht. Gibt es da so Insidergruppen, wo man nicht sich nicht so, wie du dir das vorstellst, aber was es gibt, ist, du weißt, ein Freund von dir aus der Schweiz oder aus Singapur war jetzt dort, den rufst du an und sagst, wie war die Uhr wirklich? Warum ist die jetzt 700.000 hochgegangen? Die sah ja irgendwie nur so bescheiden aus und sagte, ja, das Foto war nicht so gut, die war in Wirklichkeit viel schöner. Also sowas gibt es. Okay. Ja, und du sagst ja, so, klar. Aha, dann hätte ich die ja auch, ja, hättest du wahrscheinlich auch gekauft, aber du warst eben nicht auf der Auktion. Wir sind ja alle mitgewachsen aus der Generation Swatch eigentlich. Ja. Die meisten, die heute im Business sind, nicht alle, aber die meisten, die heute im Business sind und in unserem Alter, haben ihr erstes Geld mit Swatchmann verdient. Und wir waren ja in den Mid-90ern totale Uhrencracks und Fans. Ja. Und da gab es auch schon junge Leute, die das super fanden und messen und mit Rucksäcken und Swatch-Verkauf, um sich eben eine Rolex kaufen zu können danach. Also das war ja das Ziel. Man wollte so viel Geld haben, dass man endlich auch mal eine Nautilus kaufen kann für 4.000 Mark oder sowas. Ja. Wie unseriös ist die Branche? Denn das gibt es ja in jeder Branche, gibt es auch am Aktienmarkt, da gibt es auch schwarze Schafe, die gibt es doch bestimmt bei euch auch, oder? Da wird doch auch bestimmt getrickst, getäuscht. Mhm. Man hat sicherlich Leuten, wo man weiß, okay, denen kann ich vertrauen, aber da wird doch bestimmt, du hast gerade auch von Stories gesprochen, da wird doch bestimmt sehr viel Mist verbreitet. Wo viel Geld verdient wird, wird immer getrickst. Mhm. Wo wurdet ihr schon mal betrogen? Ja, schon oft. Was heißt betrogen? Erfolgreich betrogen. Erfolgreich betrogen, war eine deutsche Adlige, die ihren Lebenspartner ermordet hat in Afrika. Also man konnte es ihr nicht nachweisen. Sie kam nach mehreren Jahren Gefängnis raus, aber er kam nie wieder zurück. Den haben irgendwelche Ameisen gefressen oder wurde ins Meer geschmissen. Und sie hat danach zu Hause seinen Safe ausgeräumt und hat ganz München abgeklappert, wer ihr den besten Preis für die Uhren bietet. Und die ist dann bei uns gelandet und wir waren auch nur so frei, das mit Überweisung dann auch zu kaufen. Nee, Check. Wir haben damals mit Check bezahlt. Also wir haben alles richtig gemacht. Die Polizei hatte die auch schon im Visier. Aber die hat schön gewartet, bis sie mal die Schecks gecashed hat. Haben uns nicht gewarnt und wir haben dann das volle Geld verloren. Es war dann einfach kein Eigentum erworben. Ja. Und ich glaube, 70-80% unseres Einsatzes war einfach weg. Und das war viel Geld. Das war eigentlich das Ärgste. Man denkt dann immer so an so mafiöse Banden. Die gibt es natürlich. Aber uns war eine deutsche Adlige. Das muss man auch mal ansprechen. Die war aber wirklich adlig. Mhm. Okay. Dann haben wir den Ausweis. Das war ganz dramatisch. Ihr Ehemann hat sich vor Scham dann sogar noch umgebracht. Also es war eine dramatische Geschichte. Ja. Das ist so was Schlimmes, haben wir Gott sei Dank vorher nachher noch nicht mehr erlebt. Aber das war mal wirklich erzählenswert, weil es wirklich schrecklich war. Es gibt viele Betrugsversuche. Also es gibt viele Leute, die uns Uhren anbieten, die falsch sind. Es gibt viele, die teilergänzt sind und zwar auf einer Ebene, wo man nicht mehr von Originalität sprechen kann. Es gibt Leute, die uns versuchen, im Ladengeschäft Uhren wegzunehmen und auszutauschen gegen Fakes. Ja, das erleben wir auch gerne. Mario, das wäre ja aufpassen. Ja. Also das bist natürlich mit so einem Produkt immer im Fokus und es gibt viel Betrug zurzeit zum Thema Garantiekarten. Mhm. Wird auch viel gemacht. Ihr habt vorhin über die Lupe gesprochen. Jetzt seid ihr ja Profis und seht das wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich gute und schlechte Fälschungen. Wahrscheinlich sieht man das bei schlechten Fälschungen schnell, aber worauf schaut man da jetzt mal ganz blöd gefragt? Also eine gute Fälschung, die 1.000 Euro kostet, da brauchen wir 5 Minuten, bevor wir da Sicherheit finden. Das ist wirklich etwas, da musst du fast das Original daneben liegen. Gott sei Dank haben wir sehr viele Uhren und können das meistens. In den letzten paar Jahren, also alles, was Keramik, Rolex ist, da gibt es Fälschungen, die sind so hochwertig. Da legst du die Uhren an. Ja, da geht es dann auch viel über Haptik, wo du das dann rauskriegst. Am Schluss kannst du es immer dann lösen, wenn du die Uhr öffnest und genau weißt, wie so ein Werk auszusehen hat. Also auch das ist schon sehr gut gemacht. Es gibt einen tollen 100% wasserdichten Trick, den benutzt ein Pfandleiher-Freund von uns. Der kennt sich nicht so gut aus mit Uhren und sagt, er schafft es nicht. Der legt die Uhren in ein Phasenprüfgerät, wie heißt das? Ja, das ist so ein Gerät, wo du bestimmen kannst, aus welchem Material der Stahl zusammengesetzt ist. Und Rolex zum Beispiel hat einen eigenen Materialmix.
teuersten Stahl der Welt. Richtig. Und somit ist es zu 100% nachvollziehbar, das ist Rolex-Stahl. Und ich glaube, wenn sich die Firmen etwas für die nächsten 10 Jahre vornehmen sollten, außer mehr Uhren zu verkaufen, dann auf alle Fälle, dass sie ihre Produkte fälschungssicherer machen müssen. Aber es gibt doch nochmal die Zertifikate für so eine, wenn ich mir jetzt entscheide, Uhr kaufe, oder? Und die sind einfach nachzudrucken. Okay. Die kannst du im Internet für ein paar Euro bestellen. Es ist lächerlich. Diese Zertifikate sind lächerlich für den Wert und für die Wertstabilität auch, die so eine Uhr kostet. Das heißt, wir verbringen auch Zeit damit, die Überprüfung der Garantiepapiere. Mhm. Also wir nehmen die nicht einfach an, sondern die Garantiepapiere werden auch einzeln, zum Teil mit Schwarzlicht. Man kriegt natürlich über die Zeit, und da darf man nie überheblich sein, sobald du überheblich bist, erwischt sich gleich in der nächsten Woche, wie es sich anfühlt, wie das gedruckt ist, kennst du den Händler, zum Teil kennen wir die Verkäufer, dort, wo das gekauft worden ist. Und es geht eben durch mehrere Hände bei uns. Und bei einer Fälschung ist es so, die ist so lange gut, bis einer sagt, Moment mal. Und in dem Moment bricht dieses Haus zusammen. Und dann siehst du es an allen Stellen. Aber das hält zum Teil eine Minute, dieses Gebilde hält statt, und dann bricht es in sich zusammen. Und dann sagen, ja, das sieht man ja an der Krone und überhaupt, wie sie sich um die Kante. Aber toi, toi, toi. Aber wie gesagt, das machen wir nie alleine, und die Uhrmacher machen ja auch mal alle Uhren, schauen rein. Lasst uns mal von den Fälschungen zu den echten Uhren kommen. Das macht auch mehr Spaß. So, sehr gerne. Ich möchte jetzt mal konkret werden. Die Uhren liegen da ja nicht umsonst, denn was ich ja jetzt mal ganz gerne machen würde, ich würde mal ganz gerne eure Meinung wissen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, du hast es gerade super schön gesagt, eine Uhr ist ja jetzt keine Aktie, sondern an der Uhr hat man Spaß, aber im Idealfall möchte man ja auch eine gewisse Form des Werterhalts haben, wenn alles passt. Jetzt habe ich mir mal überlegt, gibt es denn so Uhren, ab wann überhaupt kann man denn sagen, ab diesem Preissegment kann eine Uhr auch ein Invest sein, die wertstabil ist? Weil wir reden immer über 100.000, 200.000, aber das hat ja jetzt nicht jeder rumliegen. Weißt du, was ein großes Thema ist? Das ist der Service einer Uhr, das heißt der Kundendienst. So eine mechanische Uhr braucht ja alle 5 bis 15 Jahre eine sogenannte Grundüberholung, das heißt zerlegen, neue Ölen zusammensetzen. Und wenn du jetzt eine mechanische Uhr für 1.000 Euro hast, braucht die aber genauso diese 5 bis 8 Stunden Aufmerksamkeit. Und die kosten in Deutschland halt so und so viel, 100 Euro. Das heißt, eine Grundüberholung, die gut gemacht ist, wirst du nicht mehr unter 500 Euro irgendwie, 600 Euro bekommen, je nach mechanischer Uhr. Und jetzt kommen wir zum Thema Geldanlage. Jetzt kaufst du dir eine Uhr von 1.000, ja? Da gibt es super Sachen, die muss dann schon ordentlich steigen, dass du diese 500, 600 Euro in den 10 Jahren wieder unterkriegst an Maintenance-Kosten. Das ist so ein bisschen wie beim Gold, dass man auch vielleicht nicht alles immer so kleinteilig kaufen soll, oder bei den Aktien mit den Ordergebühren, dass ich mir da Gedanken mache. Das ist genau der Punkt. Deswegen ist der Einstieg bei einer mechanischen Uhr ab 2.500 Euro eigentlich so zu empfehlen, wenn man es wirklich ernst nimmt mit dem Wertzuwachs. Weil sich das dann in diesen 20% irgendwo noch darstellen lassen kann. Ja. Sagen wir, ich habe 5.000. Mhm. Ich habe genau für deinen ersten Vorschlag eine tolle Uhr rausgesucht. Ich schaue mal, ob ich da halbwegs stehe. Ich denke, so um die 5 herum würden wir die hergeben. Was ist jetzt das Tolle an dieser Uhr? Das ist also eine Rolex aus den 60er, 70er Jahren. Ich glaube, in dem Fall hier 70er Jahre. Und die hat nochmal, wie ihr seht, am Zifferblatt nochmal so ein eigenes Emblem. Mhm. Und das ist sogar noch attraktiv, da ist nämlich eine kleine Ente drauf und die Fahne von Mexiko, Amerika und Kanada, also nordamerikanischer Jagdverein oder Waffenhersteller. Vogelschutz. Vogelschutz, also das wusste ich auch schon mal besser. Das Tolle ist, eine Datejust ist eine Uhr, die sehr häufig hergestellt wird. Aber sobald eine Individualisierung bei einer Rolex stattfindet, davon gibt es wahrscheinlich nur eine Handvoll. Okay. Lass es 30 sein. Und dann ist die so günstig. Und dann ist die verhältnismäßig günstig. Das ist zum Beispiel die günstigste Sammleruhr, die wir jetzt mal mitgebracht haben, wo ich sage, für jemanden, der auf der Party mal einen Schulterklopfen kriegen will, ohne zu sehr als Angeber rauszustechen, ist das eine tolle Uhr, weil er hat in der Menge das Besondere gefunden. Und jetzt musst du dazu sagen, wäre jetzt dann zum Beispiel ein arabisches Emblem drauf, ja, für einen Oman hergestellt, genau, mit diesen zwei Schwertern, die sich kreuzen, oder auch für die Kataris, dann würden wir hier von der Uhr sprechen nicht mehr für um die 5.000 Euro, sondern wären wir bei 15.000 oder 25.000 Euro sogar, weil das besser besprochen ist, besser bemerkt ist. Dieser Vogelschutzverein, der ist so selten unter Anführungszeichen, dass er kaum in genau, die Leute kapieren es noch gar nicht. Macht Rolex solche Individualisierung überhaupt noch? Nicht mehr.
Haben sie gerne in den 70er gemacht, weil sie nämlich auch jeden Euro umgedreht, in dem Fall Franken umgedreht haben, weil da war die Quarzuhrenkrise. Das heißt, Rolex hat fast nichts verkauft und alle, die superflache Quarzuhren hatten, haben auf einmal die Umsatzbücher voll gehabt. Ja. Und wenn du nochmal 50 Stück bestellt hast, dann hat Rolex mit dir telefoniert und gesagt, aha, schicken Sie mal das Logo. Auch weniger, ja. Heute weniger. Machen die nur noch, also wenn du eine Serie bestellst, es geht schon noch bei Rolex, aber die würden nur noch die Rückseite des Gehäuses gravieren, mehr nicht. Okay. Also ihr könntet euch, wenn ihr mal 20 Angestellte habt und es läuft weiter gut, dann zum 20-Jährigen bestehen eine Gravur machen lassen. Ich würde jetzt sagen, du brauchst eher eine. Das stimmt. Aber so ein Vogelschutzverein, I don't know. Ich habe da jetzt keinen. Das ist doch was Nettes. Ja, aber ich habe da jetzt keine Drilling Company. Es ist kein Krieg dafür geführt. Genau, es ist nicht Saddam Husseins Geschenk für einen Straßenbau, sondern es ist was total Nettes aus Nordamerika. Also ich stehe total hinter dieser Uhr. Ja, ihr könnt das schon gut verkaufen. Jetzt mal eine komische Frage. Sag mal, er kommt jetzt rein, will eine Uhr kaufen und ihr merkt, der hat gar keine Ahnung. Und will die aber. Das ist, ach so, wie dumm, 5.000, 10.000 meinte ich natürlich. Ist das schon ausgezeichnet? Nett. Alle Uhren sind ausgezeichnet, alle Uhren sind eigentlich bei uns online. Nee, ist eine gute Frage. Alle Uhren kannst du auch auf unserer Internetseite besuchen, da sind sie fotografiert, beschrieben, da ist ein Preis drauf. Und wenn mal Preis auf Anfrage ist, dann sind das so seltene Produkte, dass wir uns tatsächlich die Freiheit nehmen. Allerdings, jetzt bin ich hoffentlich nicht zu arrogant, aber es spielt dann in einer anderen Preisliga. Im sechsstelligen Preissegment haben wir Uhren und da ist es tatsächlich so, dass ein Stammkunde vielleicht die Uhr günstiger kriegt wie ein Erstkunde. Das ist also. Hast du einen Track Record von dieser Uhr? Wie wertbeständig die war bislang? Kriegst du so einfach für die Uhr nicht. Okay. Die gibt es zu selten. Also da ist eher, wo du sagst, was kosten Uhren, Datejust, Rolex, wo Pizza Hut drauf ist, Domino Pizza. Das gibt's. Da gibt's Thrifty, da gibt's so eine Fahrschule oder. Ja, gibt auch was mit Coca-Cola. Also da haben schon viele da Firmen. Da sehe ich. 60er, die sind deutlich teurer. In den 60er, 70er Jahren da viel gemacht. Aber das wirklich Witzige bei der Uhr wäre jetzt zum Beispiel, wenn du die auf Instagram erklärst, wenn du die in einem Blog klar machst, die History der Firma, die das produziert hat, Leute, die das getragen haben. Wenn du das jetzt groß an die Glocke hängen würdest und du würdest vorher aber 3 oder 4 versuchen zu kaufen, dann würdest du die Uhr auf alle Fälle verdoppeln können. Und ich glaube, das zeigt auch, was passiert ist in der letzten Zeit. Desto mehr Marketing auch um alte Produkte gemacht worden ist, desto stärker ist das auch nachgefragt und desto höher sind die Preise, die ja eigentlich nur zu vergleichen sind mit einem Neupreis. Was kostet jetzt eine neue Datejust von Rolex? Ja? 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Da ist das ja immer noch günstig unter Anführungszeichen. Dann nochmal eine Deppal-Frage, vielleicht sind wir noch bei den günstigeren Uhren. Es wird ja oft so verkauft, nach dem Motto, lass dich auf die Liste setzen. Du hast vorher auch gesagt, ja, kauf die auf jeden Fall. Also es wird ja oft so, gerade Leute, die nicht so haben, nach dem Motto, ja, ich kaufe mir so Rolex, da kann ich quasi nichts verkehrt machen. Die steigt sicher im Preis, sicherer als jede Aktie. Stimmt das so oder ist das eher ein dummes Klischee? Es ist eine Zeitfrage, ja. Zum Flippen ist die Zeit jetzt vorbei, aber wenn du da 10, 20 Jahre wartest, nimmst du automatisch diese Preiserhöhungen mit. Ja, du solltest trotzdem nicht unbedingt eine brillant besetzte Stahlgold-Variante von einem Modell kaufen, was nicht so gefragt ist. Also was immer gescheit ist, ist ein bisschen sich erstmal umzuhören. Das geht jetzt gar nicht nur über uns, sondern ist es ein Produkt, was einen sammlerischen Hintergrund haben könnte? Oder was viele Leute haben wollen. Aber warte mal, Thomas, auch jetzt sagen wir mal bei einer Rolex Uhr, die jetzt vielleicht nicht so beliebt ist, eine Milgo oder irgendwie sowas. Ich kaufe mir die und du sagst sicher über 10, 15 Jahre, wenn ich damit nichts mache, wird im Wert steigen. Definitiv. Vor allem, wenn du dir jetzt eine Uhr kaufst, die gerade eben nicht so gefragt ist, nicht so viel produziert wird und du aber die Schönheit bereits erkannt hast oder erkennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch viel, viel höher, weil du bist ja Zielgruppe. Also was dir jetzt heute gefällt mit ab 25 plus, sag ich mal, oder ab 15 Jahren plus, das hat ja mit 45, 55 Jahren den Impact, wo du sagst, die habe ich damals immer angeschmachtet, die Uhr, jetzt kaufe ich mir die. Ja, jetzt habe ich gut verdient oder ich bin jetzt in einer tollen finanziellen Position. Ja. Und deswegen wird es automatisch nach oben gehen. Okay, dann möchte ich jetzt aber zum Beispiel dabei. Also du hast es milde ausgesagt, ich sage jetzt mal Explorer 2. Das war so ein bisschen immer das Stiefkind. Ja, also die wollten eigentlich nicht so viele Leute haben. Und mittlerweile kostet diese Uhr aber jetzt auch 7.350 Euro. Das ist jetzt nicht mehr kein Geld, sondern das ist jetzt die nächste, die jetzt dran ist von aber unten. Aber ja, nimm doch mal die 5 Jahre vorher gebaut worden ist. Und die das ist genau das gleiche ausschaut. Die kostet nämlich schon 25.000 Euro. Bumm. Selbes Modell? Fast.
Du siehst hoffentlich die Unterschiede. Ja. Sind beide mit Saphirglas, aber eben das ist die Creamgall geworden. Die hat eine Verfärbung. Da hat UV-Licht oder die Beschichtung des Zifferblatts dazu geführt, dass es eben cremeweiß geworden ist. Und zwar nicht nur das Zifferblatt, sondern auch die Zeiger. Und das ist einfach sehr, sehr spannend und schön. Und auch innerhalb dieser Cream Dials gibt es unterschiedliche, die aber alle jetzt nicht mehr billig zu haben sind. Wir haben das in unserem Freundeskreis noch vor ein paar Jahren, also noch für die Hälfte oder für ein Drittel noch verkauft, wo wir allen gesagt haben, kauft euch mal eine Cream Dial. Also das haben ein paar Leute gemacht und das ist eine tolle Uhr, da ist man kein Angeber, viele erkennen es gar nicht als Rolex, wenn du mal so die Bälle flach halten möchtest, weil du kein Angeber bist, dann ist es zum Beispiel eine Uhr, wenn dann einer sagt, ah, trägst du eine Rolex, sagst du, ja, die haben wir schon seit 25 Jahren in der Familie. Das ist dann immerhin nicht gelogen, dass sie schon mindestens so alt ist, in dem Fall sogar viel älter, die ist nämlich aus 83. Aber du musst auch sagen, die sind schlecht kommuniziert gewesen, da gab es wenig Informationen drüber. Warum sind die denn so gelb? Und du hast gar nicht gewusst, welche Jahreszahlen du da zuordnen sollst. Okay. Seitdem weil das ist alles gute gegangen. Kommunikation. Die sind jetzt aber schon gestiegen. Ja. Mhm. Also gibt es denn so antizyklische Uhren, die jetzt gerade wirklich im Keller sind, wo ihr sagt, die könnten spannend sein? Muss nicht Rolex sein. Kann auch eine wo ist denn jetzt meine Ebel? Ich habe sie dir extra möglichst nah ganz zu dir nahe meine Ebel. Nee, es ist ein bisschen Spaß und es ist ein bisschen eine Wahrheit dahinter. Ebel war in den 90er Jahren echt heiß, wo Boris Becker Grand Slams gewonnen hat, war er Werbeträger und wir haben viele Ebel Voyager verkauft, das sind die Weltzeituhren oder in dem Fall hier die Chronographen. Und wenn ich heute eine Ebel ankaufen soll, sage ich normalerweise nein, ich kaufe das gar nicht mehr. Die sind weit unterm Listenpreis. Die sind also unendlich weit unterm Listenpreis, da gehen wir eher Materialwert. Das Modell gibt es so aber schon viele Jahre nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Aber was bemerkenswert werden kann und ich spüre da auch schon ein leichtes Purzeln, ist das Thema Ebel Chronograph und Ebel ewiger Kalender mit Chronograph. Der Chronograph ist damals auch von Zenit geliefert worden, das Chronographenwerk. Das ist die Firma, die auch in Rolex die Daytona-Werke liefert. Tell, genau, richtig. Ist super verarbeitet und hat vielleicht nur ein Manko und das ist so ein bisschen die Größe, wobei diese kleineren Uhren heute schon auch wieder in den Fokus reinkommen. Ja. Was aber, würde die jetzt kosten so? Also die kostet jetzt mit Goldband bei uns 12.000 Euro. Mhm. Das Goldband ist super massiv gemacht und einen Goldband-Chronographen zu finden in der Preisklasse mit so einem hochwertigen Werk, da gibt es nicht viel, sage ich jetzt mal. Ja. Aber überhaupt Ebel-Chronos sind gebaut worden, auch mit Steinzifferblättern zum Beispiel, Onyxblätter, Lapis-Zifferblätter. Und sowas kann man versuchen nochmal zu finden oder in Weißgold mal einfach so ein bisschen so spezial abarten. Oder Goldband ist auch sehr selten, weil es super teuer gewesen damals vom Listenpreis. Das könnten Uhren sein, die sich die nächsten 10, 15 Jahre extrem gut entwickeln. Aber das ist schon so eine... Aber es ist skurril, weil jetzt gerade als scheußlich wahrgenommen. Yeah, du beide sagst so, das ist so ein Pennystock eigentlich. Ist Ebel auch schweizerisch oder deutsch? Ja, ja, Schweizer Firma. Haben wir eine lange Tradition. Und man versucht immer nicht mit Aktien zu vergleichen. Ich möchte eigentlich sehr gern mit Aktien vergleichen, weil der Vergleich mit einer Aktie widerspiegelt eigentlich immer ein Unternehmen dahinter, das besonders gut gewirtschaftet hat und besonders gutes Management macht und dadurch auch derjenige, der die Aktie besitzt, einen Mehrwert dadurch hat, also einen Steigen. Und so ist es bei Rolex halt auch eben passiert. Dass das jetzt eine kurze Zeit völlig übertrieben war, ist klar, aber das ist eine Stabilität, die geht über Jahrzehnte, jetzt bald ein Jahrhundert, das ist schon beeindruckend. Bei Patek Philippe übrigens genauso. Ja. Audemars Piguet ist einfach eine Mini-Firma gewesen, die sich super positioniert haben heute, wenn man mal die drei so nebeneinander sieht. Aber erst seit kurzem in diesem neuen System, das sie da eben haben. Aber die Firmen selber machen eigentlich den Wert aus und das siehst du bei so einer Ebel, die Firma hat halt versagt. Hat es nicht geschafft. Das aber wo versagen die dann? Also was macht quasi jetzt so eine Uhrenmarke? Produktdesign. Okay. Es ist letztendlich, weil die Qualität war da. Es ist das Produktdesign, das nicht mitgewachsen ist mit dem, was der Kunde sucht und angefordert hat. Und ganz kurz, sie kamen auch auf eine Welle geschossen, weil sie Boris Becker vor seinem Wimbledon-Erfolg unter Vertrag hatten. Und dann auf einmal waren die in und hip und die wussten gar nicht, wie es ihnen geschieht. Und die haben nicht kapiert, dass die Welle irgendwann mal ausläuft und haben nicht nachgelegt und haben für die nächste und übernächste Welle vorgesorgt, sondern die haben die einfach auslaufen lassen und haben dann ein bisschen blöd geschaut.
Tennisspieler und Uhren, das scheint so eine Verbindung zu sein. Man hat es ja mit Rafael Nadal gesehen und der absolut. Richard Mill, ja. Federer, Rolex. Rolex macht das ja glaube ich schon sehr lang, oder? Ja. Da kann es aber auch schnell gehen, oder? Ist sowas vorhersehbar? Also wenn jetzt einmal eine Uhrenmarke, die am Boden ist, sag mal, die kriegen jetzt irgendwie den heißesten Sportler oder die heißeste Schauspielerin oder wie auch immer als Testimonial. Und das funktioniert, dann kann sich doch über Nacht mit Glück oder mit, kann man auch natürlich klug nennen, da kann sich doch alles ändern, oder? Deswegen die Frage nach einer gut gemanagten Firma, was macht den Erfolg aus? Firmen, die das antizipieren, die dafür auch eben Geld ausgeben, das richtige Sponsorship. Ihr schaut mal auf die Formel 1, auf den Handschuhen sind jetzt immer aufgedruckte Uhren drauf und überall steht irgendwas. Heuer ist ein ganz großer Marke, Tag Heuer jetzt mittlerweile seit den 80er Jahren, die den Rennsport schon immer gesponsert haben, die das sehr früh verstanden haben. Aber vollkommen richtig. Und heute kommt eben Instagram dazu und TikTok und YouTube. Und wenn du die Jungs die ganze Zeit damit siehst, dann denkst du dir, ich will auch sowas. Und den meisten Leute. Die zwei Top-Firmen für mich in dem Segment sind auf alle Fälle Omega gewesen und Richard Mille. Mhm. Omega hat ganz früh die Olympiade in China gesponsert. Und die haben dadurch in China ein Vertrauen und auch eine Markenwelt aufbauen können, die für die, glaube ich, den Erfolg erst untermauert hat. Und hier in Europa haben sie die richtigen Testimonials gehabt. Und die Firma, James Bond hat doch auch Omega, oder? Das haben die auch rechtzeitig gekauft. Ja. Und auf einmal ist es aus diesem beigen Anzug-Image rein in eine Uhr, die du ganz gerne haben möchtest. Mhm. Weil die sind nämlich auch authentisch, die machen ihre eigenen Werke, die haben eine super hohe, die machen Produktgruppen, die funktionieren und die super NASA, hohe Qualität. Bond, Olympia und viele andere. Das ist also total authentisch. Wirklich, ne? Und Richard Mille hat es geschafft, Uhren zu verkaufen für ein paar Millionen. Ich meine, letztendlich kostet die teuerste Rolex 300.000, 400.000 Euro Listenpreis. Was ist eigentlich die teuerste Uhr der Welt? Kann man das irgendwie sagen? Ja, aber es ist natürlich wie bei Autos auch keine neue, sondern eine Vintage-Uhr. Ja, also die teuerste war jetzt die von Human Daytona. Daytona ja. Ist schon genau, eingestellt worden, es ist eine Patek Philippe aus königlichem Haus für noch mehr versteigert worden. Also so um die 20 Millionen herum, muss man sagen, ist die teuerste Uhr. Und wie beim teuersten Auto, das aktuell teuerste Auto ist nicht so teuer wie das teuerste alte Auto, ist klar. Und das, glaube ich, kann man den Schweizern, und das hat Richard Mille vorgemacht, du kannst heute eine Uhr marketingmäßig so verarbeiten, der kam ja auch out of the blue eigentlich, ja, und verkauft heute Uhren in der Preisklasse für 3-4 Millionen. Ganz Stück. Großer Firmenbesitzer und Lenker. Also steht ihr hinter der Marke, Richard Mille? Ich bin schwer beeindruckt. Okay. Ich bin schwer beeindruckt. Wir haben die ersten Richard Mills gehabt, wo da noch Hälfte Listenpreis dran stand. Ja, also eine RM10 und RM5 haben wir damals gekauft für 18.000, 25.000 Euro. Wir haben die den Sommer lang getragen und dann so und dann verkauft. Die Uhr kostet heute 100.000 Euro mehr. Ja. Und der hat es geschafft, eben nur ob dieser Marketing-Ideen und auch den richtigen Testimonials im Marke zu kreieren, die diesen Wert auch nachhaltig immer wieder neu auf Auktionen erreicht und demonstriert. Weil das kannst du ja bis zum gewissen Weise kannst du das beeinflussen, aber der Markt ist natürlich zu groß, dass du jede Uhr als Firma da selber zurückkaufst. Ja? Und das ist schon für mich eigentlich die Erfolgsgeschichte der letzten 10 Jahre. Nadal hat ja mit der auch immer, ich weiß, ob er immer noch damit spielt, aber das... Mit dem Tourbillon, ja. Eigentlich klingt erstmal bescheuert, aber... Das ist bescheuert. Ich glaube auch, dass er nach jedem Spiel eine neue kriegt. Ja, wahrscheinlich. Er trägt es aber auch an der anderen Hand. Also der Nadal ist halt ein super Typ, mit dem haben sie alles richtig gemacht. Aber die Firma ist eben durch und durch richtig strukturiert. Vor allen Dingen haben sie kapiert, dass die Kinder von den Superreichen nicht die Patek Philippe und Rolex ihrer Eltern tragen wollten, sondern mal was anderes. Also nicht der Porsche, sondern ein Supercar musste her was und eine super Uhr, wo es klar ist, ich bin wirklich, wirklich über, drüber. Ich habe nicht nur eine große Yacht, sondern auch meine Uhr kostet mehr, wie die meisten Leute in 10 Jahren verdienen. Und das ist für viele, gerade wenn man so nach Asien guckt, in anderen Bereichen, viel wichtiger wie jetzt in Zentraleuropa, wo wir eben, wie schon besprochen, dezenter sind. Weil das wollte ich jetzt auch mal fragen. Ist der typische Richard-Mill-Kunde deutsch? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube, der stärkste Markt hat angefangen in England, Frankreich. Da hat es so angefangen hochzukommen. Und als das USA erreicht hat, ist es auch automatisch Richtung Asien, Singapur und Japan geflossen. Und ich glaube, das sind so die Top-Märkte, die er bedient. Aber klar, wenn du heute die Möglichkeit hast,
eine Uhr für 100.000 Euro zu kaufen, die sofort 250.000 Euro wert wäre, versuchst du das natürlich zu bekommen. Und die Auslieferungen hier sind super restricted. Da reden wir von 70 bis 100 Uhren im Jahr, die hier verkauft werden in Deutschland. Und das ist schon beeindruckend, dass du das auch so stabil hältst. Wenn du einen orangenen Urus fährst, trägst du keine Stahl-Rolex, glaube ich, oder? Da brauchst du irgendwas, was dem Wagen, in dem du sitzt, irgendwie entspricht, wenn du dann im Restaurant bist, wo die merken, ach, das ist der vermutlich mit dem orangenen Urus. Also wir vier ticken nicht so, vermute ich mal. Aber ganz viele Leute finden es total aufregend, dass das so ist. Und wir sind da sehr von oben herab als Mitteleuropäer und sagen, ja, diese Angeberei. Das ist aber in vielen Ländern ganz, 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 ganz wichtig und Teil derer Identität, dass es so ist, dass man in seiner Klasse wahrgenommen wird, dass man in der Oberliga spielt. Aber was er eingeleitet hat, zusammen auch mit FP Journe, er hat eingeleitet, dass es neben, also Kleinstmarken gibt, die eine Mini-Produktion haben von 1.000, 1.500, 2.000 Uhren im Jahr, die auf einmal aber die gleiche Aufmerksamkeit von Sammlern bekommen oder auch von Anlegern bekommen, wie eben die großen Namen, die seit 100 Jahren da in der Schweiz zaubern. Ja. Und da ist er einer der Top-Vertreter davon. Wir haben uns vor ein paar Jahren, sorry, ich habe jetzt wahrscheinlich eine Frage abgeschnitten, aber das gehört jetzt irgendwie noch rein, finde ich. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, wir haben nur eine einzige Uhrenkonzession, wo wir Neu-Uhren verkaufen. Die Firma Chappe kam auf uns zu und wir haben uns, nachdem wir denen ihre Produkte angeguckt haben, uns auch für die entschieden. Also Chappe, vor ganz langer Zeit, das ist glaube ich 150 Jahre her, war das mal der Partner von Patek und Chappe, bevor Patek mit Philippe zusammen war. Okay. Heute soll das gar nicht mehr erwähnt werden. Chappe ist eine neu gegründete Firma. Vor 10 Jahren, 8 oder 10 Jahren sind die in der Schweiz. Ein Konsortium hat sich zusammengetan und hat hervorragende Werke in der Schweiz produziert, haben den Namen, der immer noch einen Namen in der Uhrenwelt dargestellt hat, weil es Taschenuhren gab, wo noch Chappe drauf stand, neu kreiert und haben eine Uhr rausgebracht, die Passage de Drake Antarktika, die super gut funktioniert. Und wenn wir diese Uhr haben, dann können wir gar nicht schauen, wie schnell die verkauft sind. Also manchmal sind die am gleichen Tag weg. Was kostet die so ungefähr? Knapp unter 30, also so ja. 7.000, 28.000 Euro. Für uns ist Richard Mill und FP Journe eigentlich so der Begründer von den kleinen Uhrenfirmen, die letzten 10 Jahre es geschafft haben, zu einem wirklich internationalen Markennamen ranzuwachsen und auch echt in die Hunderttausende oder in dem Fall sogar in die Millionen zu kommen. Und daran, an diesen Innovationsschwanz, haben sich Gott sei Dank viele kleine andere Firmen auch mit dran gehängt, die dann in der Preisklasse zwischen 5.000 und 25.000 Euro Uhren produzieren. Und innovativ insofern, dass es kleinere Werkhersteller sind, von denen sie die Werke beziehen. Spannende Werke sieht man spätestens, wenn man mal eine Chappe von hinten anguckt. Das ist wirklich auch für einen Laien sofort erkennbar, dass da anders gearbeitet worden ist, andere Technik gemacht. Ist ja eine junge Marke, ne? Eine sehr junge Marke, Chappe. Chappe, ja, ist eine totale Erfolgsstory. Die haben sich zusammengesetzt, eigentlich aus so einer Art Crowdfunding und wollten hochwertige, tolle Uhren machen mit dem Markennamen Chappe, der früher mal der Partner von Patek Philippe war. Früher hieß es Chappe und Patek, bis es dann Patek Philippe hieß. Es gibt auch alte Taschenuhren, die Chappe signiert sind, also die haben schon echt Historie auch. Aber der Markenname ist neu instrumentalisiert worden, um wirklich super hochwertige mechanische Produkte zu bringen und in dem Fall auch mal eine wasserdichte Uhr mit einem High-End-Werk. Und ich glaube, das ist das, wo jetzt viele auch die letzten paar Jahre drauf geguckt haben, Royal Oak, Nautilus, Oyster, Rolex, das sind ja alles wasserdichte Uhren. Und unser eins interessiert es auch, wie du vorher schon gesagt hast, du kaufst die Daytona und die trägst du dann auch. Und dieses Tragen heißt für dich, du musst die nicht beim Duschen runternehmen, auch beim Schwimmen. Und wenn du in einem tropischen Land lebst, kannst du die auch ganz normal benutzen. Genau. Und das ist schon ein toller Mehrwert. Und das hat eigentlich Rolex ja auch groß gemacht. Ja. Was kostet die jetzt ungefähr? Die liegen knapp unter 30.000 Euro, 27,5. Gibt immer wieder Limited Editions mit anderen Zifferblättern. Also wir reden hier schon von einer sehr teuren Uhr. Ja. Die haben es aber geschafft, aufgrund dieser Besonderheiten diesen Marktpreis so zu verteidigen, dass wir eigentlich immer nur stundenweise Besitzer von den Uhren sind. Ja. Weil so viele Leute, also die produzieren ca. 1600 Uhren im Jahr,
Und weltweit gibt es so viele Menschen, die gerne ein Teil von dieser Chapek-Community sind. Das ist auch unsere einzige Konzession, die wir besitzen, sonst handeln wir ja gebrauchte und Vintage-Produkte. Chapek klingt jetzt osteuropäisch? Es waren mal in Pole, Patek und Chapek. Es waren zwei Polen, die in die Schweiz gingen. Ja, und die haben sich dann getrennt. Und Patek hat sich an den französischen Partner, den Philippe, gesucht. Und die sind dann halt in den Olymp der Uhrmacherei gelangt. 19. Jahrhundert war USA der Topmarkt, also im Taschenuhrenbereich. Und da hat man versucht, eigentlich alles nach Amerika oder Südamerika zu verkaufen. Mhm. Und direkt ab Schweiz oder bei Taschenuhren in Deutschland waren es eben Lange und Söhne, die das dann mit amerikanischen Vertretern gemacht haben. Mhm. Und so haben die überhaupt überleben können in der Zeit, weil in Europa war da kein Uhrenbedarf, also nicht kein signifikanter. Jetzt vielleicht nochmal eine Zwischenfrage, weil du es gesagt hast. Wie viele Uhren stellt jetzt Chapek im Jahr her? 1600, 1800 Stück circa. Wenn man das jetzt mal mit einer Marke wie Rolex vergleicht, die bis zu 1 Million Uhren, glaube ich, im Jahr, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Circa. Wie kann das sein, dass eine Marke, ein Uhrenhersteller, der 1 Million Uhren im Jahr herstellt, so preisstabil ist? Also wo kommt diese ganze Nachfrage her? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ein großes Phänomen. Es gibt keine zweite Firma wie Rolex. Punkt. Jetzt können wir 10 Minuten lang nichts reden, weil da kommt das erste Mal nicht noch jemand, der nochmal so eine Marke hat. Die machen aus Stahl Gold. Die Alchemie des Mittelalters funktioniert in Genf mit der Marke Rolex. Der Bedarf, bei wie vielen Milliarden Menschen sind wir auf diesem Planeten? 8 ungefähr. Gut, ja, 8 Milliarden Menschen. Der ist unstillbar, was das angeht. Und wir dürfen nicht vergessen, diejenigen, die sich das leisten können, haben meistens nicht nur eine Rolex, sondern 2, 3, 5, 10. Und wir kennen auch Leute, die haben 3, 4, 500 Rolex. Also ist sozusagen der Goldstandard unter den Uhren, kann man sagen. Aber es ist die Marke. Also ja, die Marke ist außergewöhnlich strukturiert. Die hat eine Entwicklung genommen, schon vor dem Zweiten Weltkrieg und dann kurz danach. Die haben es verstanden, nach den Soldaten, die neuen Helden in den 50er Jahren, Rennfahrer, Bergsteiger, Explorer, mit den Uhren auszustatten, die tatsächlich am Südpol, am Mount Everest oder unter Wasser bei so und so viel 100 Metern diese Wasserdichtigkeit zu garantieren. Ja? Okay, also es gibt einmal die wirkliche Knappheit, wie bei Chapek jetzt beispielsweise, und dann gibt es die künstliche Knappheit bei Rolex, die aber funktioniert. Modellbezogen dann auch ist. Also dass das komplette Sortiment so knapp ist, das ist ja erst so seit 4 Jahren jetzt, 3, 4 Jahren. Vorher konntest du eine Stahlgold- oder Golduhr leicht kaufen. Die Stahluhren waren aber innerhalb von ein paar Monaten da, die Sportmodelle etwas schwieriger und Daytona, wie gesagt, schon seit 92. Als ich angefangen habe mit Thomas Bachmann, war das so, dass eine goldene Daytona hast du mit 30% Abschlag im Laden bekommen. Und ein Sportmodell mit 5-10%, eine Daytona nicht. Alles andere gab es zum Saufhütten. Das ist neu. Heißt aber auch, dass wenn ich jetzt mir eine Gold-Daytona hole, die aktuell vermutlich auch über dem Listenpreis rangieren, dass ich das Risiko habe, dass es auch mal echt nach unten gehen kann. Ja, je nachdem, wie lange du wartest. Und ich glaube, das ist das Kernthema der Krise, in die wir da reingucken. Es gibt überhaupt keine Uhrenkrise, aber es gibt eine Krise für Leute, die in den Laden gehen und sagen, eine Stunde später möchte ich die wieder verkaufen. Oder 3 Monate später und da möchte ich einen signifikanten Mehrwert dazu erreichen. Diese Krise gibt es. Aber wenn du so ein Produkt kaufst und eigentlich über 5 oder 10 Jahre an das Thema rangehst, jetzt mal gar nicht unter Geldanlage, sondern einfach unter Wertbindung oder Werterhalt, dann bist du bei so einer, auch bei einer goldenen Daytona oder bei einer goldenen Uhr, ich meine, das ist ja ein großes Ding, bist du da immer noch gut aufgehoben. Wie gesagt, weil die Uhrenmarken automatisch über die Jahrzehnte, über die Jahre einfach auch immer wieder erhöhen werden und müssen. Oberhalb des Inflationsbereichs. Also egal wie die Inflation war, die war ja viele Jahre nahezu inexistent, wir hatten ja fast Deflation und die haben trotzdem um 10-20% ihre Preise erhöht. Hat Rolex eigentlich auch damals während der, weil wir das Thema Bankenkrise jetzt haben, während 2008 auch die Preise erhöht? Gute Frage, müsste man mal überprüfen. Es gab immer mal auch 2 oder 3 Jahre am Stück, wo sie es nicht getan haben und dann gab es Jahre, wo sie es 2 Mal in einem Jahr gemacht haben. Patek hat im letzten Jahr 4 Mal die Preise erhöht. In einem Jahr, bumm. Wow. Rolex hat aber die Preise noch nie gesenkt. Ich wollte gerade sagen, gab es bei Rolex schon mal irgendwie einen Zusammenbruch oder sowas? Patek hat auch mal Preise gesenkt.
Das weiß man heute gar nicht mehr. Breguet auch. Speziell im asiatischen Markt. Und da haben sie sich sehr, sehr viele Feinde dadurch gemacht. Weil im Dezember hat die Uhr noch 43 gekostet und im Januar auf einmal nur noch 39. Und das ist was, das hat den Markt super durcheinander gebracht. Das hat Rolex nie getan. Kommen wir mal von den Golduhren, aber wieder in Preiskategorien. Uhren. 5.000 Euro hatten wir schon, das war der Vogelschutzverein. Ich bin ein großer Fan, muss ich sagen. Ja, du gehst hier noch mit der Uhr heute raus. Ja, ich fürchte es auch fast. Jetzt haben wir mal zwei Uhren für dich. Spaß beiseite. Also wir sind jetzt hier bei 7,3, so ein Mittelding. So bis 10.000 Euro. Kann man sich irgendwo, wenn man spart und arbeitet, irgendwie vielleicht ersparen. Wir haben hier eine Uhr, die ist schon doppelt so teuer, die wird nicht mehr hergestellt. Es ist eine GMT Master aus der ersten Serie mit der ganz schwarzen Keramiklünette mit dem grünen Zeiger. Das ist für mich zum Beispiel ein Geheimtipp. Die steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Also ein Mitglied meiner Familie hat sich das gerade als Anlage gekauft. Der hat wirklich ein Geld gehabt und sich überlegt, was mache ich? Mhm. Und hat sich genau für diese Uhr entschieden. Warum? Wird nicht mehr hergestellt, das ist also spannend. Und sieht gut aus, kann man tragen und reift am Handgelenk. Ist das eigentlich immer ein Zeichen für einen Preissprung, wenn man weiß, die Uhr wird eingestellt, die Produktion wird eingestellt? Nein, nicht am nächsten Tag, aber von der Entwicklung her. Häufig. Wenn die Uhr gefragt wird, weil jemand drüber gesprochen hat, oder wenn einfach eine große Community da ist, die noch für den alten Preis sucht, weil die neue Uhr, die vorgestellt worden ist, deutlich teurer geworden ist. Und jetzt kommt, das ist ein spannender Punkt bei der Uhr, die ist seit 2007 gab es die Uhr und eingestellt worden ist sie, glaube ich, vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren. So, jetzt gibt es ja Produktionszyklen. Wie sehen denn die aus 2007 aus und wie sehen denn die letzten Varianten aus 2015 oder 2018? Und jetzt fängt die Sammlerei an. Ja? Dann gibt es findige Köpfe, die Uhren mal wirklich vergleichen, die Zifferblätter anschauen. Ah, da ist eine andere Schrift, eine andere Symmetrie, die Zahlen sind anders gemacht. Und dann kommt das Nerdtum praktisch und sagt, ich suche eine aus der ersten Serie. Und zwar in Deutschland verkauft, bitte mit LC100. Da kann man dann an dem Code sehen, dass die nach Deutschland gehen. Aha, finden andere Länder übrigens nicht so spannend, aber in Deutschland ist es total beliebt, dass eine Uhr in Deutschland verkauft wurde, weil sehr viele Deutsche glauben, dass bessere Qualitäten in Deutschland langen. Die waren noch nie in Italien und Japan, weil die echten Qualitätsfans sind auch in Deutschland, aber eben nicht nur. Also gibt es auch einen Homebias wie bei deutschen Aktien. Da also fühle ich mich gerade ein bisschen ertappt. Wenn ich auf Chrono24 unterwegs bin, mache ich immer Standort Deutschland. Ja, aber das hat auch zollrechtliche Themen. Also das muss man schon auch sagen, in Europa ist es eigentlich unter Anführungszeichen egal, aber außerhalb Europa, und da kommen wir dann auch wieder zum Punkt, musst du ja eigentlich, wenn du die Uhr kommen lässt, Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Mhm. Ja? Und diese 20%, das haben immer die meisten nicht so auf dem Schirm. Die sagen, ja, aber in Amerika kostet die doch so und so viel. Ja, ja, schon klar. Aber theoretisch musst du eben diese 20% circa zahlen. Ganz wichtiger Punkt. Du siehst eine günstige Uhr in Japan, in Amerika. Versand und Zoll, da kommen dann noch mal, kommt echt nochmal ein Riesenbetrag dazu. Kalle Rummenigge haben sie doch, glaube ich, mal am Flughafen irgendwie mit Uhren erwischt. Der kam aus Dubai mit 5 Rolex-Uhren oder so. Ja. Also das ist auch wieder, was wir vorher gesagt haben, wie weiß ich, bei wem kann ich kaufen und so. Am Schluss brauchst du eine ordentliche Rechnung mit den Nummern der Uhr drauf, um überhaupt dokumentieren zu können, dass es dein Eigentum und deine Uhr ist. Und wenn du das nicht bekommst, ist das auch im Wiederverkauf für dich ein Problem, weil du ja gar nicht klar machen kannst, woher du die Uhr hast. Ja? Und das erleben wir dann halt auch immer wieder. Das wird irgendwie bar gekauft, keine Ahnung woher und wie. Und sowas ist auch kein nachhaltiges Business, wenn du überlegst, du steigst jetzt wirklich in eine Sammlung ein. Dann musst du eine Dokumentation haben, die dich in die Lage versetzt, wenn du auch mal wieder verkaufst, vom Finanzamt klarzumachen, aha, ich bin ein Privatmann, ich habe das Produkt länger als ein Jahr besessen. Und bei Uhren ist es genauso wie mit anderen Luxusgütern. Die darfst du ein Jahr besitzen und dann mit einem Profit wieder verkaufen. Ja? Stichwort Sammlung. Joram, seid ihr auch sowas wie Portfolio-Manager? Also gibt es Leute, die kommen da mit, sagen wir mal, 1 Million? Wir nennen es nicht Portfolio-Management, Sammlungsbetreuung. Schöne Ja, es ist anders. Die kommen schon zu uns gemeinsam und dann erzählen die uns, dass sie einen bestimmten Betrag investieren wollen. Aber das ist dann doch anders wie bei Aktien, sondern es ist dann ein Zusammenspiel von, was ihr gut findet, was wir ihnen empfehlen. Und die beste Sammlung haben, sind die, die sich knallhart an unseren Empfehlungen halten und ihren Geschmack unseren Empfehlungen unterordnen. Machen die aber nie. Das geht gar nicht. Ich hätte die in Roségold. Ich nehme die trotzdem lieber in Weißgold. Ja.
knapp daneben ist auch vorbei. Also man muss sich dann schon, warum sagen wir Roségold, weil wir wissen, jetzt wurden weniger hergestellt oder die sind gefragt und werden gefragter bleiben. Also man braucht gute Nerven. Man braucht vor allen Dingen, man muss sich ein bisschen auch der Empfehlung unterwerfen. Aber die meisten Leute haben natürlich Geschmack. Es ist natürlich auch ein Gegenstand, den man trägt. Und es ist halt schwer zu sagen, kauf das Auto in grün. Ich will es aber in blau. Ja, dann kauf es ja halt in blau. Ist halt dann nicht so. Aber es ist natürlich anders als bei einer Aktie. Da kann ich jetzt auch sagen, okay, ich mag jetzt zum Beispiel Tesla lieber als BMW. Mhm. Aber es ist doch schwierig, wenn ich jetzt einmal, du hast eine Uhr, wo ich weiß, okay, die ist zwar gut, aber ich finde die selten kreislig. Dann ist es doch trotzdem schwer, die zu kaufen, oder? Und so ist es. Also die Leute sagen eigentlich nicht so, ich muss dieses Geld irgendwie loswerden, sondern die fangen an, sich zu beraten, sollen sie Vintage-Uhren kaufen oder neue Uhren, limitierte Uhren, Golduhren oder doch eher Stahluhren, wollen sie es kleingliedrig halten oder nur 3 Uhren für 1 Million haben. Das sind ja alles sehr individuelle Fragen, die versuchen wir zu ergründen. Und wir sind ein großer Freund vom Mix. Also da sollte schon ein Knaller drin sein, wie so eine Paul Newman Daytona ist etwas, was würden wir wahrscheinlich in jede Sammlung legen. Es gibt aber auch viele Youngtimer, ich wollte dir gerade einen zeigen, oder jetzt eine Lange und Söhne Uhr, die in ein Portfolio kommt. Also wir schauen uns diese Portfolios an oder diese Sammlungen und alle paar Jahre diskutieren wir dann mit dem Kunden, welche bleiben sicher, welche stehen zur Diskussion und welche müssen jetzt ausgetauscht werden. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Sammlung kann nicht statisch geführt werden. Da braucht es eine gewisse Dynamik. Am blödsten sind die, die seit den 90er Jahren ihre Sammlung nicht durchforstet haben nach Pennern. Und die bringen sie jetzt auf den Markt. Das haben wir immer wieder, wo wir sagen, bis 98 wäre das top gewesen. Und heute kaufen die jungen Leute das nicht. Also da zeige ich euch Uhren, wo ihr beide sagt, ja, aber die möchte ich nicht. Und eine rechteckige alte Rolex ist nichts für mich. Die kriege ich dann auch billig vielleicht los, aber schwierig dann. Die kriegst du immer noch verkauft, aber eben schwieriger. Und diejenigen, die ihre Sammlungen immer wieder durchforsten, nach wirklich die Reise hin, was habe ich, was möchte ich, was empfehlt ihr mir denn? Mhm. Und natürlich haben wir einen Bias. Der Tommy schaut durch seine Brille, ich durch meine. Aber wir haben schon den Woll, diese Sammlung möglichst stark aufzubauen. Und wir haben Sammlungen, die haben in den letzten Jahren Renditen abgeworfen, da hat kein Aktienkurs mitgehalten. Es sind aber auch Leute, die sehr geschickt eigene Entscheidungen kombiniert mit guten Fragen an uns und auch unseren Tipps befolgt haben. Und die haben dann 7-8-stellig investiert und die klopfen uns immer noch gerne auf den Rücken und sagen, das war großartig und es ist immer noch großartig. Du kannst auch nur ein Modell kaufen. Du kannst dich auf Datejust oder auf GMTs spezialisieren. Und du kaufst 25 GMTs, immer aus dem gleichen Jahr. Auch das geht. Also diese Variation, die du da einbaust, oder auch in alte oder moderne Uhren zu gehen, auch das ist nicht notwendig. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich gehe da rein in die Geldanlage rein, dann kannst du heute losgehen und dir zum Beispiel alte GMTs angucken, 1675 Referenz, mit Plexiglas. Das ist eine Uhr, die gibt es in der Preisklasse zwischen 12.000 und 50.000 Euro. Und du kaufst einfach konsequent jedes Jahr 5 GMTs aus einem Jahr, wo du dich auskennst. Oder alle Variationen dieser Uhr, die gab es nämlich von den frühen 60er Jahren bis in die 80er Jahre, bis die späten 70er Jahre, dann ist eine kurze Nachreferenz, eine Zwischenreferenz gekommen. Aber du kannst dir eigentlich jede Mark von der Mark 1 bis zur Mark 8, kannst du dir das alles durchkaufen. Also die Sammlung, jeder spinnt da so ein bisschen anders und wir versuchen uns immer auf die einzuschießen, aber es sind mehrere große Sammlungen, die wir betreuen und es macht auch einen Riesenspaß. Es gibt auch Leute, die wollen einfach jeden Patek Philippe, ewigen Kalender, Chronograph von 1940 onwards bis heute haben und zwar immer so ein bisschen die Besonderheiten, die es da jeweils gab, mit selteneren Zifferblättern oder nur in Platin oder nur in Roségold und oder manche sagen, bitte nur ungetragen. Bringt mir nur Uhren, die ungetragen sind aus der Zeit, was zum Teil unmöglich ist. Dann aus den 40ern ungetragen. Also das ist, wie du schon feststellst, extrem selten bis da fast unmöglich. Dann unpoliert. Aber unpoliert oder im Zustand Mint, wo man sagt, Zustand hervorragend. Das gibt's. Genau. Und hier reden wir über eine 5270G, die so auch schon nicht mehr hergestellt wird, aber eigentlich so als Uhr noch existiert bei Patek Philippe. Ich gehe davon aus, dass das eine Preiskategorie ist, die jetzt noch, wo wir noch nicht sind. Das ist eher am späteren Abend kommen wir dazu. Wir wollten noch ein paar Zwischenschritte machen. Ja, weil das finde ich jetzt spannend, weil alle Uhren, über die wir bislang gesprochen haben, bis auf hier den Vogelschutzverein, den klammere ich mal aus, sind alles Sportstahlmodelle. Ja. Und diese Uhren haben ja jetzt auch in den letzten 3-4 Jahren, so das, was ich mitbekommen habe, auf
eigentlich die Diskussion bestimmt. Mhm. Von so den klassischen Lederarmbanduhren habe ich persönlich relativ wenig gehört. Jetzt will ich dir mal eine Ikone aus den späten 60er Jahren geben, eine Patek Philippe Ellipse. Als sie rauskam, wurde sie gehasst. Die Marke ist eine echte von der Stern-Familie, die ja heute immer noch Besitzer sind von Patek Philippe. Das ist so denen ihre große Ikone damals auch gewesen. Die haben dieses Zifferblatt, dieses blaue zum ersten Mal so konzipiert. Das ist ein vollgoldenes Blatt, was bearbeitet wird unter Feuer, dass es dann diese Bläue annimmt, in der hohen Qualität, wie es nur Patek Philippe macht. Also das zum Beispiel ist ein Youngtimer, den ich dir total empfehlen würde, wenn du sagen würdest, ich möchte eigentlich mal keine Stahl-Rolex, ich möchte aber was Hochwertiges haben, was auch Historie irgendwie hat oder Design-Historie hat und wo ich gut angezogen bin, aber nicht als Angeber so gut dasteht. Da würde ich jetzt aber sagen, 15.000 steht hier drauf. Ja, in der Liga. Okay, das ist aber schon die Automatik, als Handaufzug wäre sie billiger zu haben. Vom Gefühl würde ich aber sagen, ist das nicht eine Damenuhr? Das ist sehr metrosexuell zu sehen. Das tragen Frauen und Männer. Also ich verkaufe die großen Modelle eigentlich nur an Männer. Die Frauen, Königin Elisabeth II., falls ihr euch erinnert, hat so ein Modell in klein mit Diamanten ausgefasst und mit einem Perlenarmband getragen. Das sah ganz toll aus. Das ist zum Beispiel ein spannendes Beispiel, die Ellipse. Und deswegen haben wir sie auch mitgebracht. Die Ellipse hat jetzt in der Zeit vor 3-4 Jahren, auch in dieser Hochphase jetzt vor 2 Jahren, wahrscheinlich nochmal 20% weniger gekostet, wie sie jetzt kostet. Also im absoluten Peak, wo Daytonas 10.000 Euro teurer waren, wie sie heute sind. Ja? War diese Uhr eigentlich günstiger. Die ist gestiegen. Genau. Warum? Weil, und du hast recht, die Größe ist ein bisschen problematisch für viele. Es gibt dieses Modell in den 70er Jahren auch oder in den 80er Jahren noch eins größer. Da sprechen wir dann auch schon so vor um die 25.000 Euro. Aber dieser Fokus auf eine komplett andere Welt mal zu bringen, die eigentlich keiner angeguckt hat in dieser Euphorie der Sportuhren und der Nautilusse, die eigentlich auch preislich völlig unterbewertet sind, das hat jetzt wieder stattgefunden. Mhm. Und das sind die Produkte, die gerade eben am Klettern sind. Das finde ich super spannend, weil die Uhr könnte ja nicht unterschiedlicher sein wie von jetzt dieser Rolex. Also absolut richtig, ja. Und jetzt gibt es nochmal was Unterschiedliches. Jägerle Coultre in Stahl. Die gibt es auch noch. Mit einem ewigen Kalender und einem Wecker. Schon ordentlicher Aufschied. Da ist ein Wecker dabei. Mhm. Die zweite Krone, die du siehst, zieht praktisch eine Bronzeglocke auf, die dann, wenn du sie einstellst auf die richtige Zeit, dann ordentlich laut, die weckt dich auch richtig. Und der Jorm zeigt deswegen die Uhr, weil Jägerle Coultre genau das gleiche Schicksal hatte. In dieser absoluten Hochphase hat sich keiner mehr eine Jägerle Coultre angeguckt. Alle wollten eben die von vorher schon genannten. Und auf einmal guckt man auch hier mal wieder rein. Und Jägerle Coultre hat sicher marketingmäßig viel falsch gemacht, aber die Qualität der Produkte ist unbestritten high-end und super hochwertig. Und es gibt auch genügend Produktionszyklen, die spannend sind, wo man einsteigen kann. Und die Reverso zum Beispiel, diese ganz klassische Uhr, wo man das Gehäuse rausdrücken kann, das ist ein Evergreen, das wird uns alle überleben. Ja? Das gibt es seit den 30er Jahren. Ja. Gibt es jetzt in verschiedenen Größen wieder. Ist sehr, sehr viel teurer jetzt, wenn du sie kaufst. Bist du schockiert? Wir kennen ihn noch zu Preisen, da haben die ein Viertel davon gekostet. Und heute kostet eine schöne rot-goldene Reverso in der großen Größe deutlich über 20.000 Euro. Du sagst so, hoppala. Die müssen es jetzt nur schaffen, dass meine 18-jährige Tochter diese Marke kennt. Genau. Wenn sie das hinkriegen, oder meine 16-Jährige, wenn sie das hinkriegen, dann wird diese Uhrenmarke auch im Zweitmarkt einen deutlichen Turbo wieder anlegen können. Und jetzt komme ich wieder. Oder doch eine Vintage-Rolex aus dem Youngtimer aus den 80er Jahren, die so ein bisschen das Schönste von früher, nämlich Plexiglas und aber schon das neuere, modernere Zifferblatt mit sich bringt. Mhm. Das ist so eine Uhr, die ist vermutlich irgendwo in der Nähe deines Geburtsjahres, sage ich einfach mal, wo du sagst, ich kaufe eigentlich was, machen übrigens viele Leute, dass sie die erste Vintage-Uhr aus ihrem Geburtsjahr kaufen. Und zu Uhren hat man so ein ganz persönliches, fast erotisches Verhältnis. Er sagt, mein Geburtstag ist das Beste, ist ja klar. Und es entzieht sich fast niemand dieser Faszination Geburtsjahr. Die steht dir gut. Die steht mir gut, gefallen. Ne? Und da kannst du auch immer sagen, oh, die haben wir schon lange in der Familie. Mario, wir haben ja die 100.000 Abonnenten geknackt. Möchtest du mir nicht ein Geschenk machen? Sicher nicht. Ich kann euch ein Gravur vermitteln, der schön hinten draufsteht. Die ist schon reserviert, da war schon ein Zettel dabei, die holt schon wieder einer ab. Aber das ist eine tolle Uhr, gell? Guter Stichpunkt. Was war eure erste Uhr? Meine erste Uhr war ein Breitling-Chronomat.
den mir mein Vater geschenkt hat, aber nur aus einem Grund geschenkt, es war eigentlich viel zu teuer und viel zu viel. Er konnte mein Gejammer über Uhren nicht mehr ertragen, weil ich habe von meiner Großmutter damals, von meiner Urgroßmutter, 3000 Mark geerbt mit der Idee dahinter, ich soll mir doch bitte eine Uhr kaufen, weil das wäre ein tolles Andenken an sie. Und ich habe Uhren angeguckt von bis, damals ging das noch über Süddeutsche Zeitung und Nockerberg-Ausstellung und so weiter. Und konnte mich nie entscheiden, weil ja klar war, sobald ich kaufe, ist der Spaß vorbei. Also dann habe ich ja kein Geld mehr, dann habe ich ja nur eine einzige Uhr. Und ich wollte aber die und die und die und die. Und um das zu beenden, hat er mir diese Uhr gekauft, die habe ich dann auch sehr lange getragen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe sie wieder verkauft. Und ich glaube, das mit zeigt... Gewinn, mit Gewinn. Ich habe sie geschenkt bekommen, konnte gar nicht anders. Aber ich habe vorher natürlich einige Uhren gekauft, die habe ich dann wieder mit Gewinn verkauft. Und ich habe mich dann von der Uhr gelöst, auch emotional gelöst, weil ich gelernt habe, diese Produkte als Begleiter für eine gewisse Zeit für mich wahrzunehmen und dann aber auch als Chance, dass ich mein Leben dadurch finanzieren kann. Und da ist das dann mit eingeflossen in diesen Bereich. Und deswegen liebe ich auch die Uhren, weil sie uns überhaupt alle in die Lage versetzen, so zu existieren, wie wir es eben tun. Ja. Da bin ich jeden Tag dem Thomas dankbar, dass seine Eltern ihn bei der Lehre untergebracht haben bei Uhrenhuber, dass er so ein Uhrenfan wurde. Sonst wäre mein Leben, ich war damals bei ProSieben, als ich den Thomas kennengelernt habe. Thomas hat mir meine erste teure Uhr verkauft für 800 Mark, eine Tissot Weltzeituhr. Ich fand es wahnsinnig viel Kohle. Ist heute noch cool. Ist heute noch eine, ich habe sie ihm in die Hand gedrückt und habe sie runtergezählt und er hat es einfach so genommen, ja, passt schon. Und hat ist so, okay. Und die habe ich aber sehr gemocht, weil die sehr schön und die sah einfach nach mehr aus, wie es eigentlich war. Ich habe die natürlich dann irgendwie mal aus Sport verkauft, um zu sehen, ob ich die mit Gewinn verkaufe. Und ich konnte die auch damals dann verdoppeln. Ein Jahr später auf einer Wiener im Palais Ferstel verkauft. Und ich habe das auch nicht gereut und ich brauche die jetzt auch nicht mehr. Aber das war meine erste Uhr und dann ging es auch schon schnell los, dass ich von diesem Virus gepackt worden ist und habe aber auch dem Thomas zugeguckt und dachte mir, der hat eigentlich einen guten Lifestyle. Und ich komme aus einer ganz anderen Schiene daher, wie er herkommt und da haben wir uns dann irgendwie da gefunden. Ja. Am Schluss brauchst du Mut und du musst es einfach mal tun. Du musst dir mal so eine Uhr kaufen, um diesen Zyklus zu erleben des Besitzes, auch des Wiederverkaufs, auch vielleicht die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen oder die Mauern, die du hast, um, wenn du in dem Bereich einsteigen möchtest, egal mal in welcher Preisklasse, du kannst dir auch auf dem Flohmarkt eine gut gehende Spezimatik kaufen, Glashütte für 120 Euro oder für 200 Euro. Und dann spürst du, was das bedeutet, mal dein eigenes Geld für sowas ausgegeben zu haben. Altes Ehepaar. Ihr habt heute schon betont, was, glaube ich, auch euer Erfolgsgeheimnis ist, dass ihr nicht immer einer Meinung seid. Gibt es ein Thema, wo ihr euch jeden Tag drüber streiten könnt? Vielleicht auch hier auf dem Tisch. Komplett kontrovers, wo du sagst, das ist totaler Mist oder ist total geil und du genau die... Dann wären wir 25 Jahre wohl nicht Partner geblieben. es gibt Punkte, wo der eine den anderen überredet und sagt, komm, das probieren wir jetzt. Ich habe da ein gutes Gefühl und der andere spürt, dass der andere da so eine Kraft, so einen Zug dazu hat und sagt, ja, dann machen wir das halt. Thomas hat mich auch ein bisschen zu choppig gezogen. Ich war eher so reluctant. Und Thomas sagt, nee, ich habe ein gutes Gefühl für ihn. Ich sage, weißt du, dann machen wir es halt. Und dann hast du ein gutes Gefühl. Und ich war dann auch sehr dankbar, als er sagt, schau, wir haben die erste jetzt verkauft. Freust du dich? Also ich freue mich sogar sehr. Und es hat sich auch als ein gutes Investment herausgestellt. Aber ja. Es geht am Schluss geht's schon um die Euphorie auch. Du bist deutlich euphorischer und ich versuche eigentlich eben in diese Hard Facts reinzugehen, dann Wert und Ding. Und dein Euphorie-Part ist ganz, ganz wichtig, dass wir viele Sammleruhren hier überhaupt liegen haben. Aber das scheint ja dann genau zu passen. Absolut und das macht dann auch Spaß. Recht italienisch und so im Jahr 2009, während der Finanzkrise, haben wir gemerkt, dass dann italienische Händler aufgrund meiner Italienischfähigkeit auf uns herangetreten sind, haben gesehen, oh, ihr habt ein schönes Geschäft. Du sprichst Italienisch und ich spreche es Gott sei Dank genug, um wirklich geschäftlich mit denen zu agieren. Und die haben uns dann, weil es nicht gut bei denen lief, alte Uhren in Kommission gegeben. Und zwar High-End-Zeug, wo wir sagen, das hätten wir jetzt nie gekauft. Und der Thomas hat gesagt, ja, was machst du da? Ich so, wir nehmen die in Kommission und lernen. Weiß nicht. Und nach kurzer Zeit haben wir gesehen, wir haben unseren Markt damit gut bedienen konnten und sind dadurch
in diesen Markt eher eingedrungen. Und der Thomas hat dann auch schnell gesehen, das war auch an der Stelle eine Abzweigung, wo es gut ist, dass man einem anderen auch mal seinem Gefühl folgt und schaut. Und wir sind immer noch sehr eng mit Italien, weil das ein ganz besonderer Uhrenmarkt ist auf diesem Planeten. Und das ist einfach gut, gegenseitig sich weiterzubringen. Das ist eine starke Sammelleidenschaft da, genauso wie in Japan. Da gibt es echte... Ja, ja. Echte Sammler, die gehen in die letzte Verästelung eines Produktes, steigen die ein. Und das ist nicht seit kurzem, sondern schon seit den 70ern und 80er Jahren auch teilweise. Und das ist für uns dann wiederum sehr, sehr spannend, aus solchen Sammlungen dann auch wieder Produkte anbieten zu können oder überhaupt erst davon zu wissen. Und wie wir vorher auch schon gesagt haben, desto seltener was ist, desto schwieriger ist es auch wirklich, deinen Wert zu bestimmen. Mhm. Das ist das große Problem. Hier habe ich so eine Uhr in der Hand. Das ist eine Omega Speedmaster, eigentlich per se, wie die du am Handgelenk hast, halt aus den späten 60er Jahren. Aber du siehst, sie hat einen orangenen Chronographenzeiger. Ja. Und zwar sehen wir das, dass das der Originale ist. Mhm. Okay. Das ist eine Ultraman, die ist für Japan gemacht worden, für einen Kino- oder Fernsehserienheld. Und wurde da in ca. 500 Stück Menge, ich hoffe, ich täusche mich jetzt gerade nicht mit der Nummer, also eine kleine Stückzahl wurde dahin verkauft. Die kamen dann irgendwann mal alle wieder nach Europa zurück im Sekundärmarkt und die haben alle diesen Zeiger ausgewechselt und haben dann weißen reingemacht. Die haben in Europa schon auch welche verkauft, aber das findet es vergleichsweise war nicht noch seltener. Das hat kaum einer interessiert. Also es gibt heute ganz, ganz wenige von dieser Original-Ultraman in diesem unglaublichen Zustand, wo eben dieser Zeiger drin ist. Die Uhr kostet Länge mal breit, wo du sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil das ein ganz seltenes Sammlerprodukt geworden ist. Das ist aber nicht so leicht zu kommunizieren und den Leuten zu... Also da gibt es Fans und entweder die suchen die gerade oder eben nicht. Sowas hat man dann halt auch auf Lager. Aber ich weiß nicht, für dich als Speedmaster-Fan, wäre das jetzt eine Vintage-Variante, wo du sagst, da geht mein Herz auf? Aber es ist zum Beispiel jetzt eine tolle Sache von Omega, muss man mal klar sagen, die machen Zertifikate für die Uhren. Das heißt, also auch unabhängig von unserer Expertenmeinung, kann sich jeder, der die Uhr nimmt und einschickt zu Omega, eine Expertise holen. Die beurteilen sogar, ob alle Teile original sind oder die günstigere Expertise, ob sich's wirklich um die richtige Referenz Ultraman handelt. Und das, Herstellungstag. Ja, also das ist genial. Die einzige Marke, die sagt, an dem Tag ist die Uhr hergestellt. Ich habe eine Omega, die wurde an meinem Geburtstag hergestellt. Okay, das ist cool. Wie selten ist das bitte? Genau. Wie teuer wäre die jetzt? Also da bist du so bei 38.000 Euro dabei, das ist viel Geld, das ist eine seltene Uhr, in einem unglaublich guten Zustand. Also in einem schlechten Zustand kosten die weniger, aber da gibt es auch ganz wenige nur da draußen, die im Angebot sind und auch ganz wenige Leute, die das auch noch haben wollen. Toll ist, dass Omega jetzt nochmal eine Ultraman reeditiert hat. Es gibt also eine moderne, die hast du vielleicht schon mal in der Hand gehabt, sieht ein bisschen ähnlich aus, doch nicht ganz. Und das hat der Uhr natürlich gut getan, auch den Sammleruhren. Ich wollte dir nur zeigen, weil die jetzt mal die nächste Steigerung im Preis darstellt. Und dir wollte ich, weil dich das vorhin schon mal irgendwie gekickt hat, mal eine lange Eins, aber eine Little. Die hat eben nicht den großen Knopf, sondern da muss man mit so einem Pin hingehen. Das ist die kleinere Variante für so Menschen in meiner Statur. Ich finde, das ist die schönste Uhr hier auf dem Tisch. Ui. Ich finde die ganz, ganz toll. Weil da so unfassbar viel passiert, aber es ist trotzdem so aufgeräumt. Die ganz, gefällt mir. Ganz dumme Zwischenfrage. Die Uhren, die wir uns jetzt anschauen, die dabei, wären das jetzt Uhren, wo er sagt, die... Das sind laute Uhren, die wir als Sammler und empfehlenswerte Uhren extra ausgesucht. Wir haben unten, bevor ihr kamt, rege Diskussionen unten im Team gehabt. Da wurden einige aufs Tablett, wieder vom Tablett genommen. Also das ist so mal eine Einigung von 80% zwischen Thomas Bachmann und mir. Ich denke, der hätte sicher noch zwei, drei andere Sachen hingelegt, die ich vielleicht jetzt übersehen habe. Es ist auch unmöglich, allen möglichen Aspekten gerecht zu werden. Das ist jetzt mal eine Idee, die zeigen soll, dass wir relativ breit gefächert sind. Wie seht ihr denn die Zukunft von A. Lange & Söhne? Ich meine, es ist eine deutsche Marke. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, weil die Marke, die fasziniert mich schon. Da sind wir zum Beispiel auch sehr froh. Wir haben seit vielen Jahren immer gepredigt und wir waren schon immer lange Fans von Anfang an, weil der Martin Huber, der den Thomas Bachmann ausgebildet hat in seiner Lehre, der war einer der Startmitbegründer der Marke und Thomas ist von Anfang an da praktisch hat es gesehen, wie die so auf den Markt kamen. Und wir lieben gerade auch die Lange 1 besonders. Und wir haben immer gesagt, Lange & Söhne ist großartig, konnte man aber lange Jahre nur in Amerika oder in Deutschland verkaufen oder in Österreich. Mittlerweile ist das Phänomen seit ein paar Jahren weltweit. Auktionsergebnisse haben das auch bewiesen.
Und man kann also jetzt wieder eine Marke, die Adolf Lange und Söhne heißt, wieder verkaufen. Und das ist auch der Zeitraum zum Zweiten Weltkrieg vielleicht ganz wichtig mal irgendwie gewesen, dass das einfach schon lange her ist. Sie sind großartige Hersteller und Kleinsthersteller. Die stellen nur 7.000 bis 8.000 Uhren pro Jahr her in einer unglaublichen Qualität. Und da kann man auch ein bisschen stolz sein, dass das in Deutschland als zweiten großen Standort weltweit für hochwertige Uhren, dass es hergestellt wird, wobei einige Komponenten immer noch aus der Schweiz kommen. Okay. Und das ist, also an den Schweizer kommst du da auch nicht vorbei. Ja? Als die Firma entwickelt worden ist, war das ja von Mannesmann gesponsert. Die haben dieses Werk zusammen mit Le Coultre entwickelt. Und am Ende sind die heute spannenden Phasen von Lange eigentlich so die ersten 5 Jahre gewesen. Und da die Besonderheiten. Mhm. Die Uhr, die dir so gut gefällt, ist eben die Little, die kleine. Von der sind ganz, ganz wenige verkauft worden, weil das gar keiner auf dem Schirm hatte, sich eine kleinere Lange 1 zu kaufen, sondern die wollten die normale Größe. Mhm. Und das ist das wieder, was heute so spannend ist, genau. Weil so wenig Uhren damals auf den Markt kamen. Und das ist zum Beispiel einer der Uhren, die war so vor 4-5 Jahren noch deutlich günstiger. Da hat noch gar keiner hingeguckt. Und so seit 2-3 Jahren hat das Lange eine hohe Aufmerksamkeit von vielen Blogs auch bekommen. Mhm. Und gibt im Internet ja Fratello Watches und Hodinkee. Ja? Das sind Uhrenblogs, die Spaß machen, eigentlich jede Woche mal durchzuforsten. Das ist zwar auch recht kommerziell geworden, speziell die Amerikaner jetzt, aber am Ende siehst du einfach viele, viele Ideen. Was ist neu auf dem Markt? Was wird besprochen? Wie fühlt sich das an, wenn du so eine Uhr einen Monat trägst? Ja? Wie teuer wäre die? Hier steht 55.000 drauf. Mhm. Das hat sich sicher in den letzten Jahren verdoppelt. Punkt. Das ist jetzt mal zum Thema Investment krass gut gelaufen. Und würdet ihr sagen, da ist noch mehr Luft nach oben? Ja. Also auf Long Term glauben wir total an Lange und Söhne. Hier ist noch so eine Uhr, die wurde lange, lange, lange Jahre zwischen 25 und 35 verkauft. Das ist der Lange und Söhne Datograph, die erste Generation des Chronographens. Das ist jetzt ein Fingerdapser auf dem Glas. Aber das Tollste an der Uhr ist, und die ist sehr schön schon von vorne, ich glaube, da gebt ihr mir recht, ist, wenn man hinten reinguckt, das ist sicher einer der schönsten Werke. Wir haben auch in einem Video von uns mal letztens drüber geredet. Da guckst du in das Werk rein und denkst dir, oh mein Gott, sieht aus wie Metropolis. Also wenn man sehr klein wäre, könnte man da drin wahrscheinlich leben. Es ist so vielschichtig und komplex, das ist wirklich aufregend. Am liebsten will man die Uhr andersrum anziehen. Wird in der Größe nicht mehr produziert, sind aber 10, 12 Jahre Produktionsraum dahinter. Also die Uhr ist konsequent hergestellt worden, immer wieder. Ist trotzdem sehr, sehr beliebt, weil einfach die perfekte Größe. Das Nachfolgemodell ist etwas größer und die Leute lieben die Proportionen davon. Das ist sicher die goldene Proportion. Auch hier ein Preissprung in den letzten 3 Jahren von mindestens 100%. Mhm. Du hast gerade Video angesprochen. Wir verlinken natürlich euren YouTube-Kanal. Also wenn ihr mehr Tipps wollt von den Fachmann hier von Joram und Thomas. Wir sind auch auf YouTube. Ja, genau. Unbedingt vorbeischauen. Schon seit ein paar Jahren. Aber das ist ja ein anderes Thema, genau. Wir wollen jetzt weitergehen zum Thema Sammeln und Investieren. Jetzt sind wir schon in Preiskategorien. Jetzt machen wir nochmal den nächsten Sprung. Wo wir sagen so, wow, da muss man ja schon unglaublich viel Geld mitbringen. Ich habe noch eine Uhr, die hat der Thomas gekauft, deswegen darf er sie vorstellen. Eine Munich. Was ist denn eine Munich? Ja, Patek Philipp hat eine Art Weltreise gemacht und für viele Städte sind eben Sondereditions gemacht worden in 3er, 5er, 10er Auflagen, auch Tischuhren übrigens mit Email, sehr, sehr selten. Und die Munich Edition hier in Rotgold ist eben auch eine von diesen sehr, sehr seltenen Uhren, die hat in der Mitte dieses Rautenzifferblatt angedeutet, so ähnlich wie die bayerische Flagge. Und dieses Lokalkolorit bei einer Schweizer Uhr ist schon ein ziemliches Novum, das gab es vorher nicht. Ich liebe das, ich finde die Idee dahinter stark und dass man in der Stadt lebt, wo sich Patek Philipp eine eigene Edition gemacht hat und so eine Uhr dann besitzt oder hat, das ist für mich ein totaler Mehrwert. Gab es eine Ausstellung hier in München in den 5 Höfen? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist gar nicht so lange her, so 7, 8 Jahre oder vielleicht sogar schon länger. Da haben die mal ihr ganzes Museum mitgebracht aus Genf, Hochsicherheitstrakt aufgebaut in den Hypovereins-Museumsräumen und da haben sie Teile der Produktion, der Zifferblatt-Manufaktur und vor allen Dingen mal vom Museum gezeigt, dass man dem Publikum in München, das ist ein sehr gutes Uhrenpublikum, mal gezeigt, was ist eigentlich Patek Philipp. Und erst nach der
Exposition oder dieser Show war das klar, wie großartig die sind. Mhm. Also dann auch wirklich fast jedem. Auch da geht es um die Historie. Da gab es diese Uhr dazu, eben, die konnten dann Top-Sammler damals schon dazu Preis erwerben. Die liegt bei uns bei um die 80.000 Euro. Jetzt wird es spannend. Was auch spannend ist, und das was zeigt wieder zum Thema Lange auch, oder zum Thema Omega, auch Patek stellt Stammbuchauszüge her. Das heißt, wenn du jetzt hier deine Papiere verlierst, deine Originalpapiere oder eine Uhr aus den 60er Jahren hast, kannst du anhand der Nummern einen Stammbuchauszug beantragen und bekommst praktisch eine Art nachträgliches Zertifikat dafür. Und das ist das, was natürlich für so einen Sammler immer super spannend ist, um genau zu sehen, aus welchem Jahr kommt es und ist es denn zumindest von den Nummern her soweit original. Ja? Und das ist eigentlich sehr schade bei Rolex, die haben das nicht geschafft, was wahrscheinlich auch nicht machbar war, aufgrund der Menge der Uhren, die sie hergestellt hat, dass man so eine Dokumentation auch von so einem Produkt mal hinbekommt. Und Lange macht eben diese Auszüge auch, sind natürlich nicht so alt, was Armbanduhren angeht, aber ist immer ein toller Mehrwert, um zu sehen, ist das denn so geboren worden. Jetzt haben wir eine ganz spezielle Uhr, da gehen wir nur kurz ein. Also der Kronenschutz, dafür steht der Rolex, dass die praktisch die Krone, wenn man so seitlich hinkommt, nicht gleich abreißt. Mhm. Und wir haben hier eine Tudor, das ist eine Marke aus dem Hause Rolex, das ist praktisch die Untermarke, gibt es heute natürlich auch noch. Damals sahen die den Rolex und noch ähnliches lag daran, dass sie ein Rolex-Gehäuse, ein Rolex-Krone und auch ein Rolex-Band bekamen. Und das Tolle an dieser Uhr hier ist nicht nur der Originalzustand, der großartig ist, sondern die Uhr ist von 1959 und hat den allerersten Kronenschutz, der total anders aussieht wie alle anderen. Also da müsste man mal ein paar andere daneben halten, um zu verstehen, dass es einfach hier ein Prototyp fast ist, der nur ein Vierteljahr gebaut worden ist bei Rolex und bei Tudor. Also Square Crown Guards heißt es. Genau. Also die sind praktisch nicht spitz, sie sind auch nicht verjüngt, sondern sie sind eben in diesem kantigen, kastigen Design gehalten, hat man nur ganz kurz gemacht. Das ist die letzte Verästelung des Wahnsinns. Kostet über 80.000 Euro. Die kostet über 80.000. Das ist so ein klassischer Fall von... Kann man das nicht erkennen. Nein. Genau, es gibt auch so Autos, an denen läufst du vorbei, die kosten 10 Millionen. Wenn du mal auf so Rennstrecken-Events bist, dann denkst du, ja, was ist das? Und dann merkst du, da zwei unterhalten sich gerade über 12 Millionen. Und du so, was? Das liegt daran, du hast keine Ahnung und deswegen... Ist es dann aber auch so, dass könnte ich diese Uhr, wenn ich sie besitze, leicht verkaufen? Das ist so ein spezieller Markt, wie der Thomas schon sagt. Da brauchst du Sammler, die genau diese Uhr haben wollen, weil sie so ein toller Zustand ist, aber eben, weil sie diesen ersten Kronenschutz haben. Das macht sie so speziell. Also gibt es weltweit wahrscheinlich nur 50 Kunden auf die Uhr und die musst du halt finden über deine Marktmacht und deine Kommunikationsmöglichkeiten. Ich glaube, dass es 500 gibt davon, die sowas gern haben wollen. Aber, und das ist unser Bezug zu dem Thema, wenn du sowas hättest und rausgefunden hast, dass das so ein spezielles Produkt ist oder das auch mal teuer gekauft hast, dann brauchst du jemanden, der dir den anderen Kunden sucht. Und das ist das, wieso wir überhaupt existent sein dürfen. Ja? Weil du unter Umständen, selbst wenn du das jetzt inserieren würdest, man würde es dir entweder abnehmen, weil du das gut dokumentieren kannst, dann hast du aber auch immer noch die Zahlproblematik. Also willst du jemanden zu Hause sitzen haben, der dir nicht das Geld, willst du das bar mitbringen, nein, überweisen, Rechnung schreiben, Historie, glaube ich dir. Das ist der Grund, wieso es uns gibt. Ja. Und für uns noch interessanter, der Kunde, der die Uhr kauft, hat vielleicht vier andere Uhren, die auch echt toll sind, die er gerne dafür hergeben möchte, um eben seine Sammlung noch lebhafter und auch zu kuratieren. Und die würdest du ja als Privatmann gar nicht in Zahlung nehmen, weil du magst keine und keine Uhu haben. Aber für uns ist es eben eine Chance wieder, spannende neue Modelle auch zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch unser Business Case, ist der Verkauf und die Inzahlungnahme von hochwertigen Produkten, die dadurch entstehen. Wie ist das jetzt eigentlich, vielleicht nochmal ganz kurz Thema Conzi und Koba, das ist ja auch, glaube ich, oft so ein Running Gag. Wie kriege ich denn dann so eine Uhr? Gibt es da irgendwelche Tipps? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Patek kaufen will, mal als Beispiel, oder eine Rolex oder wie auch immer, gibt es da irgendwelche Insider-Tipps von euch? Wie komme ich da, wie muss ich nicht 8 Jahre lang warten? Oder 10? Es gibt einen super Trick, der kostet Geld. Dann gehst mit deiner Frau dahin und unterhält sich erstmal mit dem Konzessionär über Schmuck. Und dann kaufst du dem was ab, was über 10.000 Euro kostet und der freut sich schon. Und dann sagst du so, und jetzt bin ich dran.
ich hätte gerne eine Huhuhu oder Hahaha. Und dann merkte er, das ist also nicht nur einer, der eine Stahl-Milgauers Rolex Submariner oder GMT möchte oder eine Patek, sondern der kauft auch Schmuck. Das muss auch authentisch sein. Erstens, deine Frau ist glücklich oder dein Lebenspartner, wie auch immer. Und dann sagen die, okay, der hat jetzt gelatzt, den könnte man mal irgendwie auch ein bisschen belohnen. Und die ziehen einen dann in der Liste vielleicht etwas weiter nach oben oder sie sind sogar so nett und sagen, heute ist gerade was reingekommen, hätten Sie nicht Lust, eine Daytona zu kaufen? Da musst du allerdings schon was Größeres gekauft haben, aber das ist der beste Trick überhaupt. Ich habe aber 14 Tage Rückgaberecht. Ich könnte dann den Schmuck wieder zurückgeben. Das würde einmal funktionieren und danach halt nie wieder. Ja, aber vermutlich könntest du das tun. Ich glaube, dieses Rückgaberecht im Einzelhandel, wenn du vor Ort bist, existiert nicht. Eher wandeln, glaube ich. Nur, dass du online was zurückgeben kannst, was du nicht in der Hand hielst. Mhm. In dem Moment, wo du dort warst, glaube ich, kriegst du einen Gutschein. Mensch. Also, wer wirklich arm dran ist, sind eigentlich die Konzessionäre und die Mitarbeiter dort, die speziell in den letzten Jahren konsequent jeden Kunden höflich, freundlich und nett und wertschätzend erklären mussten, dass die und die Modelle nicht da sind. Ich meine, wie frustrierend ist es? Du arbeitest in so einem Geschäft oder führst so ein Geschäft und du könntest eigentlich sehr, sehr viel verkaufen, kriegst es aber nicht geliefert und die Leute sind auch noch stinksauer, ja? Und müssen eigentlich auch noch besänftigt werden. Und dementsprechend dann rauszufiltern, wer denn die Uhr wirklich verdient hat und nicht gleich wieder verkauft oder dann behält oder dann wieder mehr Umsatz macht, das ist auch eine sehr komplexe Situation, wo du dich eigentlich nur in die Nesseln setzen kannst. Und mir tun die Konzessionäre leid, wirklich leid. Mittlerweile leid. Ich habe Mitleid für diese Kommunikation, die führen müssen. Ja. Sehr anstrengend. Du hast gerade gesagt, man will, dass die Uhr dann im Zweifel nicht gleich weiterverkauft wird. Das ist die Idee der Firma, ja. Also der Produzent möchte, dass du einen Kunden suchst. Patek Philipp, Vorgabe ist, einen Kunden rauszufiltern, der dieses Produkt besitzt und am besten seinen Kindern vererbt. Mindestens aber zwischen 3, am besten mindestens 5 Jahre hält. Da sind wir jetzt wieder bei den Aktien. Mindesthaltezeit, wenn du aus einer Firma eine Zuteilung kriegst, darfst du dich auch nicht gleich versemmeln in der Regel. Und also, dass du die mindest hältst. Also Patek intern sind es mal 3, aber offiziell wollen die, dass du die 5 Jahre auch trägst. Aber auch Events, die sie veranstalten, dass du die dann auch im Handgelenk. Die wollen die sehen. Sag mal, er macht jetzt den Trick morgen, bekommt eine, kommt dann zu euch und sagt, Jungs, ich bin mit einem kleinen Gewinn zufrieden. Steht dann der Konzi draußen mit als allererstes innerhalb eines Jahres müsst ihr erstmal Steuern auf den Gewinn zahlen, wenn einer mal stattgefunden hat. Das ist erst einmal steuerliche Pflicht. Punkt. Selbstverständlich. Angenommen, das nimmst du hin und du versemmelst sie gleich, dann musst du hoffen, wir achten darauf, dass praktisch das Geheimnis deines Verkaufs bei uns gut aufbewahrt ist. Also Geheimnis gegenüber von Patek Philipp. Genau. Weil die unter Umständen, oder Rolex oder wie sie auch alle heißen, das ist ja Omni, weil die unter Umständen dich dann als echten Kunden nicht mehr wahrnehmen wollen, sondern dich als Wiederverkäufer einstufen oder als Flipper oder wie man das auch immer nennen möchte und dich ja nicht glücklich machen, sondern nur dein Konto. Und das wollen die nicht. Ganz kurz, aber wie findet man das raus? Also wenn er dir jetzt, das ist ja nicht, steht jetzt nicht in der Süddeutschen. Wir bilden keine Seriennummern auf unseren Fotos und wir kleben auch bestimmte Uhren ab. Ich habe hier zum Beispiel eine Uhr gerade auf dem Tisch. Ich würde die erst später zeigen, aber die ist so ein klassisches Teil dafür. Das ist also eine Nautilus, die wir vorher schon gezeigt haben, aber mit dem super, super gefragten und seltenen grünen Blatt. Das ist das ganz neue Blatt. Das ist die letzte Edition der Stahl 5711, von der wir vorher schon gesprochen hatten. Die gibt es ja hier schon am Tisch mit dem weißen Blatt. Und als allerletzte Runde gab es sie dann nochmal ein bisschen mehr wie 1000 Stück, glaube ich, gibt es mit grünem Blatt. Und da haben die Handverlesen aus Genf, also die Familie Stern hat ungefähr unterzeichnet, dass du die Uhr kriegst. Jetzt habe ich trotzdem hier eine liegen und ich werde natürlich dafür sorgen, dass diese Nummer dieser Uhr bei Bachmann und Scheer bleibt. Weil einer, der das bekommen hat, sich entschieden hat, sie dann doch herzugeben. Ganz kurz zur Einordnung. Diese Uhr ist jetzt unfassbar teuer. Richtig? Also wir reden über 300.000 Euro. Okay, und wir sprechen von einem Listenpreis, der ungefähr auch in der Region von der mit den weißen Ziffern Blatt liegt. Ja. Also von um die 30.000 Euro. Ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr, ja. Okay, also Patek weiß, dass wenn sie diese Uhr an einen Kunden verkaufen, dass die einen Ten-Bagger hergeben. Das ist also ein unglaublicher Super-Stammkunde, der sowas bekommen darf, weil er schon so viel dort gekauft hat. Das ist also ein Goodie, das hast du vollkommen recht, denen ist es bewusst. Die schenken dem Kunden Geld,
Und deswegen mögen sie vor allen Dingen dann Kunden, die eben nicht nur die Rosinen picken, sondern auch ordentlich Teig kaufen. Die dürfen dann auch mal eine Platin-Damenuhr mit Brillantbesatz bestellen und ohne zu zucken und dafür 160.000 Euro hinlegen und sagen, ja, die kaufe ich jetzt meiner Frau. Und wenn du das getan hast, findet Patek deshalb auch okay. Also nicht, also wir reden ja nicht von einmal, sondern das musst du über fast Jahrzehnte aufbauen, so ein Vertrauensverhältnis. Und trotzdem passiert es, dass ein Kunde nach 2 Jahren sagt, sei mir nicht böse, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich die trage oder nicht. Ich finde sie kickt mich nicht. Ich hätte lieber eine Richard Mille oder eine andere Uhr von Patek Philippe. Ist ja jeder frei. Aber was wir jetzt rausgehört haben, dass Damenuhren speziell mit Brillant besetzt, kein gutes Preis-Value besitzen, vom Listenpreis zu dem vom Handelswert. Ausnahme dazu, eine Nautilus mit Diamant- oder Rubinbesatz, in Weißgold oder Platin von Patek, wenn du die kriegst, ist die in dem Moment, glaube ich, 3-mal so viel wert. Aber man, okay. Die geben sie dir aber auch nicht. Okay, also kann man festhalten, ich sage jetzt mal als Normalo, beziehungsweise wenn ich jetzt das Video sehe und sage, ah, das ist doch eine gute Idee, quasi unmöglich. Ja. Außer bei euch. Du kannst aber sehr berühmt werden. Also wenn du ein berühmter Mensch bist, hilft es. Berühmte Sportler. Aber die mögen schon ihre eigene Klientel. Und du musst auch zeigen, und die wollen natürlich nicht, dass du nur das Geld abholst. Die wollen auch dich zu einem Event einladen. Und dann freuen sie sich, wenn du die halt dann am Handgelenk trägst. Also ich gehe davon aus, dass bei dieser Uhr man mindestens 5 bis 10 Patek schon gekauft haben muss in der Vergangenheit. Und zwar nicht, ich glaube, von diesen Uhren sind 1-2 Uhren pro Konzessionär ausgeliefert worden. Und das muss man auch immer noch mal unterscheiden. Es gibt die Firma Patek Philippe und es gibt den Konzessionär, der das vertreibt. Und der ja eigentlich das Vorfiltern übernimmt. Und die Firma Patek Philippe schaut dann noch mal genauer nach. Mhm. Wie ist denn die Kaufhistorie gewesen? Und das hat sich eigentlich ganz geschickt für die ausgezahlt. Ja, die haben deswegen auch diese Events, haben da eigentlich eine tolle Kundengruppe dadurch kreiert und das sehr, sehr, sehr geschickt angefangen. Aber du hast vollkommen recht. Der Konzessionär muss jetzt zwischen hunderten Leuten, die mehr wie 10 Patek-Uhren schon bei ihm gekauft haben, auswählen. Da sind ja nicht nur 2. Weißt du? Das ist da werden ja auch ein paar sehr wütend, weil sie gefühlt haben, dass sie schon Millionen ausgegeben haben. Und jetzt kriegen sie keine grüne Nautilus. Unglaubliches Konfliktpotenzial. Jetzt aber zur großen Preisfrage. Ist das eurer Meinung nach jetzt ein gutes Investment, wenn ich jetzt hier 339.000 Euro ausgebe? Wenn wir es so ganz genau wüssten, hätten wir vor ein paar Jahren schon aufgehört zu arbeiten und würden irgendwo am Strand sitzen und auf einer Yacht. Das ist ein Fragezeichen. Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Alles, was wir sagen, wäre nur eine vage Schätzung. Gefühlt ist die Uhr von über 400.000 Euro jetzt runtergekommen in diesen Bereich um 300.000 plus minus 10%. Und gebraucht oder ungetragene Uhr. Seit längerem hält sie sich jetzt auf diesem Niveau, seit einem halben Jahr circa. Und wir werden in den nächsten Monaten die Frage vielleicht noch besser beantworten können. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir so ein Plateau erreicht haben. Und erst die Zukunft wird es zeigen. Es ist noch nicht ganz klar. Es sind aber viele, viele Faktoren, die dafür sprechen, dass das jetzt ein guter Preis ist, um einzusteigen in diesen Preisklassen. Wie gesagt, plus minus 10% in diesem Segment. Warum? Weil der jetzige Käufer und die jetzigen Besitzer dieser Uhren, das sind sehr, sehr stabile Konsumenten. Die müssen nicht verkaufen. Die haben sich das nicht gekauft und haben vorher einen Kleinkredit genommen, um die gleich wieder in den Markt zu schmeißen. Sondern die wissen ganz genau, was sie tun. Es gibt eine ganz kleine Stückzahl. Es zeigt, es ist der Schlusspunkt der Stahl-Nautilus, so wie wir ihn kennengelernt haben. Und wenn jetzt die Firma Patek Philippe alles richtig macht, sprich nicht nochmal eine Stahl-Nautilus rausbringt, sondern auf diesem Zug bleibt, muss die Uhr mehr wert werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also der Thomas konkretisiert es hier in dem Fall besser. Spannend, weil es ist so schwer, sich vorzustellen, eine Uhr, die sich in der Theorie schon verzehnfacht hat, dass dann nochmal Potenzial ist. Das zum Thema Mut. Du brauchst Mut und du musst einfach mal einsteigen. Und auch Geld in dem Fall. Du brauchst für Kunst, für Autos und für Uhren viel Geld. Für Autos brauchst du sogar monatlich viel Geld. Für Uhren brauchst du nur einmal viel Geld. Genau, du hast nicht so einen hohen Unterhalt, also einen ganz niedrigen, keine Steuer. Du hast in der Regel keinen Mechaniker, sondern nur alle paar Jahre mal eine Überholung. Und sonst kannst du die wegsperren und keiner weiß eigentlich, dass du sie hast. Das ist schon eine tolle Geschichte, so eine Uhr. Also wer die Geschichte kennt, ihr jetzt nicht, er hat sich vor kurzem, das hat er auch erzählt, eine, was war das, Augenmaske für viel Geld? Nicht für mich, für meine Freundin habe ich eine La Prairie Schlafmaske gekauft am Flughafen und ich habe sie dort verloren.
Also, wer sich sowas kaufen kann, ich habe mich sehr geärgert. Wird auch noch gerade 300.000 Euro haben. Jetzt kommt nochmal der Tipp, wir haben jetzt wieder einen Sprung gemacht. Jetzt sind wir eigentlich zum ersten Mal über die 100.000 Euro, wollte ich eigentlich mit dieser Uhr gehen hier. Das ist der Vorgänger der klassischen Daytona. Wo liegt sie denn? Ja, schau, der Vorvorgänger. Wir reden hier über die Handaufzugs-Daytona, eine sehr bekannte Uhr. Auch hier im gleichen Jahr wie der 911er, hat 1963 hat die Daytona angefangen. Heute reden wir von diesen Keramik-Daytonas mit den aktuellen Rolex-Werk drin. Auch hier ist noch ein Valjoux-Werk drin. Also damals haben die sich auch das Chronographenwerk zuliefern lassen. Und Handaufzug noch damals. Es ist eine Handaufzugsuhr. Die ist wunderschön. Ich kann sie dir mal in die Hand drücken. Das Tolle an der Uhr ist nicht nur der Originalzustand, sondern wir haben noch die Originalpapiere. Also wir reden von einer Uhr aus den 80er Jahren, wo jemand die Originalbox, das Beschreibungsheftchen und die Papiere aufbewahrt hat. Das ist aus den 80er Jahren schon noch zu finden, aber aus den 50er und 60er Jahren schon hundsselten. Und das sind echte Sammleruhren. Macht eine Box und die passenden Papiere eine Uhr wertvoller? Dramatisch. Und in dem Fall hat die sogar noch spezielle Papiere, nämlich die sind nie gelocht, nämlich mit der Seriennummer, weil es sich nicht um ein Chronometer handelt, sondern es ist eben ein normales Valjoux-Werk drin. Trotzdem, diese Papiere wurden für Italien gelocht hergestellt. Das ist äußerst selten. Also hier haben wir diese Besonderheit in der Masse, weil die Uhr ist so mittelselten, in dem Zustand mittlerweile schon rar, ganz klar. Also wir reden von Uhren, die wir pro Jahr vielleicht 4-5 Mal besitzen. Aber mit den Papieren hatten wir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren keine mit gelochten Papieren. Das ist dann schon sehr, sehr spannend. Die letzten Baujahre dann, ja. Aber wenn du die Uhr in die Hand nimmst, merkst du, oh Gott, ist das leicht, ist ja total klapperig, das hört sich ja an wie Blech. Ja, also diese Produktqualität von damals ist eine ganz andere, wie du es heute hast. Und nochmal, das Glas ist aus Plexi, das ist ein Plastikglas. Das heißt, du kommst irgendwo hin und hast sofort einen kleinen Kratzer drin. Das ist jetzt alles erstmal komisch, wenn du das hörst. Trägst du die Uhr, empfindest du das alles als fantastisch, weil dieses Plexiglas kannst du super leicht polieren lassen. Es ist extrem widerstandsfähig. Das Band ist unkaputtbar von seinem Verhalten, kennt weil der Kopf Jean, so leicht ist. Kennt ihr noch Jean-Paul Belmondo? Formel 1? Ich bin alt. Nee, Jean-Paul Belmondo war ein französischer Action-Schauspieler, den wir sehr verehrt haben. Der war so ein bisschen die französische Variante von Paul Newman, würde ich sagen, der also sehr sportlich, auch Boxer und extrem lustige und spannende Filme gemacht. Und in mehreren Filmen, also in unserer Generation heißt das noch was, meinem Sohn versuche ich dem gerade beizubringen, wer Jean-Paul Belmondo war, der versteht es auch und verehrt ihn auch schon. Der ist erst letztens gestorben. Der hat in mehreren Filmen die getragen. Der Greifer, sieht man sie ganz gut. Ja, oder Lapagueur. Ich kenne den Namen, aber ich habe es jetzt einfach mit Formel 1 Fahrern. Extrem coole Socke. Ja, ist auch okay. Ich glaube, schnelle Autos hat er auch gehabt. Also hier sind wir schon deutlich über 100.000 Euro. Also das ist eine Uhr, die sowas würde immer in meiner Sammlung eigentlich klassischerweise landen. So, aber wenn ihr die Uhr jetzt anschaut, ihr findet die attraktiv, oder? Die hat eine Männlichkeit, die hat eine Ausstrahlung, die ist klar. Das ist ein Design, das du heute noch super akzeptierst. Und es gibt ja viele 70er-Jahre-Uhren, da haben wir jetzt nichts gezeigt, die sind schon echt strange. Ja? Also von den schon wieder lustig, auch mit viel Orange und Zeug. Aber das ist das, was Rolex ausmacht. Konsequente Weiterentwicklung der Produkte auf einer Ebene, wo du, auch wenn du zurückblickst, immer noch sagst, oh, auch sehr schön. Und spiegelt den Zeitgeist wieder. Und ein 15-Jähriger wird zu der Uhr sagen, ja, die schaut doch super aus, die nehme ich. Ja? Und das ist auch wiederum der Garant für die nächsten 20 oder 30 Jahre, dass sowas verkauft werden kann. Ja? Diese konservative, eindeutige Balance, Zifferblatt. Ich frage immer unsere Kinder. Thomas hat zwei Töchter, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und ich frage auch mal, und, wie findest du die? Wie findest du die? Und wenn mein Sohn sagt, oh, die ist ja super, zum Beispiel, der kann mit so einer 5513 ganz viel anfangen, der trägt aber eine Speedmaster, auch mit seinem eigenen Geld übrigens gekauft, nicht geschenkt bekommen. Und das sind Indizien dafür, dass es weitergeht. Jetzt sind wir auch an der Stelle, da sind wir schon am oberen Ende von 100.000, da sind wir schon bei so 180.000. Ein 70er Jahre, ewiger Kalender von Patek Philippe. In einem relativ großen Gehäuse. Später wurden die wieder viel schmäler und flacher und kleiner. Heute finden wir eigentlich diese Größe attraktiv. Also das ist für uns eine unserer Traumuhren. Also es ist ganz klar, also mehr Gentleman Watch gibt es überhaupt gar nicht. Ist es das Originalband? Nein, die waren aus den 70er Jahren konsumiert oder schwarz oder sehr flach. Heute mögen wir eigentlich Bänder, die modern aussehen. Und das ist zum Beispiel eine Uhr, also wenn das jemand trägt, dann habe ich automatisch, denke ich mir, oh wow.
Aber der kennt sich mit Uhren aus, ganz klar, da ziehe ich innerlich schon den Hut. Ja? Das ist eine tolle Uhr. Klar, aber das ist viel Geld, aber mir geht es nicht nur ums Geld, sondern um das Erkennen dessen, was er da hat. Aber Kompliment, ihr macht das, also man kriegt richtig Lust. Also ich muss auch sagen, mir gefällt hier fast jede Uhr, weil ich finde, wenn man halt einfach mal so guckt, dann denkt, ich habe immer gedacht, so, na, den Vogelschutzverein, den habe ich für dich auch der gefällt mir auch gut, aber ich muss sagen, da merkt man schon, das ist, also jetzt hätte ich aber ein Problem, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Mhm. So geht es ja vielen. Deswegen, ja, so geht es ja wie eine Uhr. Du kaufst eine, das ist wie das erste Bild über 10.000 Euro. Wenn du mal einmal Kunst für über 10.000 Euro ausgegeben hast, das dauert. Irgendwann mal machst du es. Und das nächste kaufst du dann etwas leichter. Und wenn es nicht 10, lass es nur 2.000 Euro sein. Wir haben auch Mitarbeiter, die Fotos sammeln und das erste tut immer weh und dann merkst du aber, das zweite Bild hat er dann doch relativ rasch dann doch auch noch. Und das ist typisch Mensch, da ist dann praktisch das Tor ist offen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, was wir vorher gesagt haben mit diesen In-Trades. Weißt du, du kaufst über die letzten 5 oder 10 Jahre die Produkte, die dir Spaß gemacht haben und jetzt siehst du zum Beispiel so ein Traumprodukt, so eine Traumuhr und du hast in deiner Sammlung eigentlich 50.000, 100.000, 10.000, keine Ahnung wie viel Geld, bereits angesammelt. Mhm. Und hast noch diesen Turbo hinten drauf, in dem dass die Produkte eben mehr wert geworden sind. Und das kannst du, und das ist der Punkt, wieso es uns überhaupt gibt, diese Inzahlungnahme ist auch da ein spannender Weg, aus 8 1 zu machen, aus 7 2 zu machen. Verstehe. Und die Uhren haben alle am Schluss eins gemein, wenn du die länger anguckst, und desto genauer du schaust, desto mehr erkennst du diese Schönheit. Und diese Schönheit ist meistens so eine Ruhe, so ein Zen-Buddhismus, so eine Proportion, so ein Detail. Wenn du dir da die 7 zum Beispiel anguckst, unten am Datum, dann hat die so einen Haken wie Captain Hook. Ja? Also das sind so kleine Details. Wenn ich dich da jetzt 5 Minuten briefe, auf was du schaust mit einer Lupe, erkennst du es auch ohne. Und das ist das, was dir, wenn du in einer langweiligen Besprechung, in einem glücklichen Moment, keine Ahnung wie, die Situation gibt, du sagst, das ist fantastisch. Was hast du da eigentlich für eine coole Uhr? Ich habe von Uhrwerk eine T-Rex an. Ich muss sagen, ich finde die Uhr unglaublich abgefahren. Ist nicht meine Uhr, sondern die gehört im Geschäft. Ich habe sie nur heute jetzt angezogen. Ich traue sie mir selten rausnehmen und mal für ein paar Minuten anziehen, weil ich bin jemand, der die Uhren so schlimm verkratzt. Weil ich alles mit rechts mache und ich hau immer dagegen, genau, deswegen ziehe ich sie immer nur mal vor 5 Minuten an oder jetzt bei so einem Gespräch. Zum Thema Ärgern miteinander, ja, das ist einer der Themen. Wieso ist da jetzt ein Kratzer dann? Ja, wieso hast du die jetzt schon wieder angehabt? Ich bin jemand, der die Uhren leicht verkratzt. Ich muss sehr vorsichtig sein. Das ist was Aufregendes und ist auch eine der Mikromarken, die sehr, sehr stabil sind. Die es aber schon sehr viel länger gibt und die spezielle Technik haben, um die Uhr digital, Uhrzeit digital anzeigen. Aber auch da, wenn du drauf guckst, und die kleinen Details siehst, sind es einfach ähnlich wie im Kunstbereich faszinierende Kunstwerke, die eine Zeit, Stilepoche 80er, 90er, 70er Jahre demonstrieren und zeigen. Und da bist du dann eine Zeit lang Besitzer oder trägst dich da ins Eigentümerbuch ein. Da möchte ich gerade anknüpfen, nämlich, wenn wir eine teure Uhr verkaufen, angenommen diese Patek Philippe hier, dann ist es sehr häufig, dass derjenige, der sie uns abkauft, 2-3 Uhren in Zahlung gibt. Vielleicht sowas, eine Creamdial Explorer, die er mal für 5.000 Euro gekauft hat. Mhm. Und heute nehme ich sie in Zahlung mit 20. Der denkt sich, okay, bin ich schon am Preis ein bisschen näher? Was könnte ich denen noch hergeben? Was ist denn noch gestiegen? Und dann geben die dir 2-3 Uhren her, mit denen die dann schon einen Großteil der Summe erledigen. Und den Rest, das schaffen sie dann so. Das machen auch sehr wohlhabende Leute aus geistiger oder finanzieller Hygiene. Die sagen, dann gebe ich was her und dann habe ich mir was anderes genommen und bei denen habe ich schon mal den Gewinn realisiert und jetzt habe ich eine neue Uhr. Das passiert bei uns täglich und das ist auch gewünscht. Nee, seit 30 Jahren und deswegen glauben wir auch ans Produkt. Seit 30 Jahren gehen diese Produkte immer weiter hoch. Und jetzt zu sagen, in den nächsten 30 Jahren ist das auch so, ist natürlich eine so eine blöde Aussage. Aber warum soll das denn nicht so sein? Es sind genügend junge Leute da. Ihr habt Bock auf diese Produkte, wir haben alle Spaß dran. Das sind jetzt keine Briefmarken, ja, wo du, wenn du das zu Hause rumzeigst, alle einen Gain-Reiz bekommen. Ja? Und es hat ja einen Wert, weil viele Leute fragen sich, ja gut, fängt ja beim Euro oder beim Dollar an, wo man darüber diskutieren kann, hört bei NFTs auf, wo man sagt, okay, die haben auch einen Wert. Oder bei einem Kunstwerk, hier habe ich ja auch einen Materialwert. Der ist niedrig. Wollen wir es mal nicht übertreiben. Selbst bei so einer Vollgolduhr. Thomas, was kostet... 2.000 Euro.
Na, ein bisschen mehr beim jetzigen Goldkurs. Hast ja, du vielleicht wahrscheinlich 2,8. Ich glaube, dass du da eher bei 4 bist. Aber das ist ja im Gesamt, klar, ein NFT ist ein bisschen weniger. Aber da hast du wenigstens noch das Gold. Aber das ist für mich zu weit hergeholt. Aber Handwerk ist es ja auch. Es ist Handwerk. Was ich hier aber noch erzählen möchte, ich meine, dass die ganzen Produkte, die sind meist in der Schweiz hergestellt, unter Umweltstandards. Also wir wissen nicht, wo alle Diamanten her sind. Da sind aber jetzt keine großartigen diamantbesetzten Uhren. Aber das sind Uhren, die von Fachleuten in der Schweiz, von Meistern ihrer Zunft zum ehrlichen Lohn hergestellt worden sind. Ich würde sagen, dass ein Großteil dieser Arbeit ist eigentlich ordentlich. Ist auch nicht so die ganz schrecklichste Umweltverschmutzung der Welt. Da ist sicher auch einiges passiert an Energie, bis das hier mal alles am Tisch lag, gerade mit dem Versenden von den ganzen Produkten. Nichtsdestotrotz ist das hier nicht der größte Umweltverschmutzer der Welt. Das heißt, das wird sich auch gegen andere Produkte moralisch besser durchsetzen können, wie zum Beispiel ein Auto. Mhm. Also bis ein Auto mal gebaut und von A nach B gebracht ist, ich glaube, da können wir viele Uhren ans Handgelenk binden. Als Status, Wertsymbol und das international. Du kannst es nach Hongkong schicken, da gibt es einen Marktwert dafür. Du kannst es nach Ohio schicken, da gibt es ein Marktwert, nach Australien. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Das kann man dann eigentlich nur noch mit der Kunst so wirklich vergleichen, von den international bekannten Künstler. Versenden mal dieses Bild nach Kalifornien. Viel Freude und viel Spaß beim Zahlen. Ja, und die Kommunikation muss auch sein, dass in Kalifornien jemand den Künstler kennt. So viele gibt es dann da auch nicht. Und deswegen ist es Einsteigen bei großen Uhrenmarken, speziell am Anfang, ist schon die erste Wahl. Ja? Weil der Künstler bekannt ist weltweit. Wir haben jetzt noch 2 Uhren hier auf dem Tisch, über die wir noch nicht gesprochen haben. Bei der einen kann man schon erkennen, dass das ein Großkaliber ist. Die andere sieht sehr unscheinbar aus. Genau, das ist auch die teuerste, deswegen lassen wir die hinten raus. Ich hatte sie vorhin schon mal kurz in der Hand. Das ist ein ewiger Kalender von Patek Philippe mit Mondphase und Chronograph. Das Tolle daran ist, dass Patek Philippe diese Komplikation in den späten 40er Jahren zum ersten Mal so kombiniert, also patentiert und erfunden hat. Und es gibt seit den späten 40er Jahren immer wieder Serien, das heißt die 1518, dann die 2499, dann die 3970, dann die 5970, bis jetzt zu 5270. Da gab es alle paar Jahrzehnte einen Wechsel. Und die hier wird auch schon wieder so nicht hergestellt, also das Blatt gibt es schon nicht mehr. Das ist eine wunderschöne Uhr, seit ein paar Jahren sogar mit einem Patek-Werk und nicht mit einem zugekauften Lemania-Werk, was ein bisschen fies klingt, aber die haben diese Werke auch damals schon immer dermaßen verändert, dass nur die Basis Lemania war und der Rest war schon immer auch Patek. Aber das sind natürlich die ganz, ganz großen, tollen Uhren. Fällt einem nicht mehr viel ein. Also das ist für mich... Die ist jetzt wie teuer oder wäre wie teuer? Ich glaub, um die 200 kostet das dann auch. Jetzt, Joram, du erzählst immer die schönen Geschichten. Mhm. Du musst mir jetzt die harten Fakten erzählen. Mhm. Wenn ich die Uhr jetzt kaufen würde für 200.000 Euro. Mhm. Dann nur, weil du sie nicht für Listenpreis gekriegt hast. Ist es auch schwer, diese Uhr für einen Listenpreis zu kriegen? Genau, also die gab es in einer ganz kurzen Zeitphase mit diesem kupferfarbenen Zifferblatt. Das hat Patek vorher noch nie gemacht, ein kupferfarbenes Blatt für die Uhr. Früher gab es nur schwarz oder silber und auf einmal kupferfarben. Die haben nach diesem Modell jetzt eine mit grünem Blatt auch gezeigt. So, und das ist jetzt ganz spannend. Patek wagt sich jetzt in ganz neue Bereiche vor. Als die Uhr vorgestellt worden ist, ging man davon aus, dass das Verrückteste ist, was mit einem blauen Zifferblatt jemals von Patek auf den Markt kommen wird in diesem Segment. Dass die jetzt aber nochmal eine mit grünem Blatt machen oder sogar mit roten, dann mit Steinbesatz, das war nicht klar. Die Uhr wäre auf alle Fälle 50.000 Euro mehr wert, hätte Patek nicht die mit dem grünen Blatt mit auf den Markt gebracht. Das muss man jetzt auch sagen. Wobei diese Uhr eben optisch deutlich verträglicher wirkt oder zumindest kommerzieller. Ich liebe die grüne, also nichts gegen die Uhr mit dem grünen Blatt, also das Modell. Aber die Uhr hat natürlich den leichteren Zugang, wie wenn du ein farbiges Blatt hast. Aber das ist jetzt einer dieser Punkte, ja? Trotzdem, wenn du die in der Hand hast, willst du die besitzen. Du willst sie fast nicht mehr loslassen. Aber die Frage war, ist das ein gutes Invest? Jein, ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, was der Markt mit dieser Information, die ich gerade erzählt habe, in den nächsten 5 Jahren anfangen wird. Vielleicht wird er sagen, die Grüne wird jetzt in a roll die nächsten 10 Jahre hergestellt und dann ist das der kleine Ausbrecher davon und der Markt bewertet dieses Blatt sehr viel höher. Wenn jetzt die Grüne aber in ganz kurzer Zeit auch wieder vom Markt genommen wird, kann es sein, dass die Konkurrenz, weil die Leute die Grüne schöner oder funkier finden, wenn die richtig promoted ist, dass die Konkurrenz diese Uhr mit dem kupferfarbenen Blatt schlägt. Und das ist für uns
nicht vorhersehbar. Da liegt es tatsächlich an der Firmenideologie. Wie geht man weiter? Wie spielt man den Kunden an? Und jetzt musst du dir vorstellen, der Kunde hat die Uhr neu gekauft. Der Kunde kriegt jetzt auch eine grüne, ja, in dem Fall. Hat also beide Modelle zu Hause. What's next? Was passiert bei dem im Kopf? Oder geht er so weit und sagt, na, ich kriege jetzt die grüne angeboten. Ich schaue gerade aufs Konto, ui, jetzt ist gerade die Steuernachzahlung dran. Nee, ich will aber erstens im Programm bleiben bei Patek, weil ich will zeigen, dass ich durchaus immer wieder Ja sage, wenn sie mich anrufen. Ist ja blöd, wenn du mal mehrfach Nein sagst, bist du draußen von der Liste. Also sagt er, okay, dann verkaufe ich die und mit dem Geld finanziere ich mir jetzt die Grüne. Oder auch nicht. Oder er sagt, die Grüne schlägt für mich alles um Längen. Ja? Auch das. Und er ärgert sich in 5 Jahren, dass er die Uhr jemals hergegeben hat, weil das eigentlich das Icon in diesem ganzen Segment ist. Also das ist, da geht es um so firmenpolitische Fragen, die am Schluss eigentlich erst in der Retrospektive viele wirklich Kunden kommen rein und jammern. Die habe ich dann verkauft und viel zu billig und die könnten gerade weinen. Und dann erzählen wir immer, was uns alles schon durch die Finger gegangen ist und was wir nicht realisiert haben. Dann wird gemeinsam geweint. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Also es ist schon spannend. Wir haben schon über viele Uhren gesprochen. Ich ahne Böses. Also der Thomas hat das jetzt in einem Instagram-Video am Wochenende eingestellt. Deswegen hast du das so toll gemacht. Ich finde, da darfst du jetzt auch das Schlusswort reden. Also jetzt nochmal kurz eine Grundinformation. Das ist die erste Submariner, die produziert bzw. von Rolex verkauft worden ist. Submariner insofern, dass wir eine Uhr haben, die fürs Tauchen gebaut worden ist. Die absolut allererste, die sie verkauft haben, hat eine kleine Krone gehabt. Erfunden worden ist die Uhr aber mit der großen Krone. Die kleine Krone kam aber als erste auf den Markt, weil man gedacht hat, das ist vielleicht zu grob. Das kauft 1954 einfach niemand, weil damals war die Idee, eine Uhr muss möglichst flach sein, am besten mit einem Goldband, silbernes Blatt, nichts drauf und mit einem integrierten Goldband. Das war das absolut Beste, was man kaufen konnte. Aber es gab keine Uhren, die wasserdicht waren. Also auch nicht von Patek Philippe. Keine einzige wasserdichte Uhr, nur wassergeschützt. Rolex hat also die entwickelt und hat daraus eine gemacht mit einer kleinen Krone. Die mit der kleinen Krone ist dann 1-2 Jahre auf dem Markt gewesen und dann hat man gemerkt, da gibt es einen Käuferkreis dafür. Der lebt vielleicht im südlichen Gebiet, wo sehr hohe Luftfeuchtigkeit da ist, wo die Uhren eigentlich sonst kaputt gehen. Oder der Käuferkreis ist sogar beruflich engagiert im Bereich Tauchen, Armee. Also der braucht eine wirklich widerstandsfähige Uhr, wo er durch dick und dünn gehen kann. Und dann hat man die Uhr auf den Markt gebracht und deswegen heißt aufgrund der Krone dieses Modell Big Crown. Und diese Big Crown ist ein Erfolgsmodell für Rolex geworden, weil es eigentlich alle Leute angesprochen hat, die einen aktiven Lifestyle damals hatten und die Uhr auch beruflich einsetzen mussten, eben zum Tauchen oder in Gebieten waren, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit geherrscht hat und wo sie auf eine gute Ablesbarkeit. Aber hier hast du noch das 369-Zifferblatt und das ist der Knaller. Genau. Und die allererste Variante, die 1-1,5 Jahre produziert worden ist, ist, um sie noch besser ablesbar zu machen, mit 369 in den großen Luminous-Zahlen gebaut worden. Und diese Ablesbarkeit war auch in der Nacht garantiert, weil dieses Luminous nämlich radioaktiv versetzt worden ist, sodass sie nur mit ein bisschen Licht am Tag dir auch nachts die Uhrzeit gezeigt hat. Und dieses Zifferblatt war sehr aufwendig von der Verarbeitung her und hat 1,5 Jahre lang den Markt bestimmt. Danach ist man in dieses klassische Rolex-System mit Indexen oder mit Punkten dann übergegangen. Und diese allererste Variante, desto länger man sie in der Hand hat, desto besser versteht man das, hat einfach diesen Charme dieses klassischen Explorerblatts, also 693, plus das Big Crown-Variante, also mit dieser riesen Krone dran, und ist in minimalen Stückzahlen noch erhalten. Also die meisten, die getragen haben, haben die einfach kaputt gemacht. Ja? Es ist dann halt doch mal Feuchtigkeit reingekommen. Es hat sich alles aufgequollen auf den Blättern. Wie viele Stück gab es? Ja, um die 200-300 Stück, aber wir haben 3-4 Stück über die letzten Jahrzehnte gehabt. Also Jahrzehnte, seitdem wir das machen. Und das heißt eigentlich, es ist da wenig erhalten geblieben. Die Uhren sind mit den Leuten abgesoffen oder sind kaputt restauriert, sodass sie heute eigentlich keinen Handelswert mehr haben. Also eine voll authentic, wie die ist, wo alles stimmt, von der Lünetteneinlage, Lünette, Zeiger, Inradium, Zifferblatt, Radium, die original große. Die Lünette Krone allein ist 30.000 Euro wert. Nur das Lünettenteil. Ja? Das Blatt ist unbezahlbar.
zum Beispiel. Und insgesamt werde jetzt? Mittelgroßer, sechsstelliger Betrag. Ja. Also da sind wir schon bei einer Eigentumswohnung in München, die du dir dafür kaufen kannst. Bloß wenn du heute auf ImmoScout gehst, siehst du halt 3000 Angebote. Und wenn du im weltweiten Netz suchst, wirst du wahrscheinlich ein oder zwei Uhren finden, wenn überhaupt. Gerade eben gar keine, ja. Also weltweit gibt es sowas mal immer wieder in Auktionen. Also eine schöne zu sehen, muss man eigentlich immer nach Genf oder nach Hongkong oder nach New York. Und das ist auch die letzte Verästelung. Es gibt dann Big Crown Modelle, die haben andere Zifferblätter, kosten dann auch in der Preisklasse deutlich über 100.000 Euro. Die sogenannte James Bond, also die hat dann der Sean Connery getragen. Aber das hier ist der absolute Gipfel. Jetzt sind wir im Jahr 70 Jahre Submariner. Mhm. Das ist ein Jubiläumsjahr und wir haben gerade in diesem Jahr diese Uhr in Händen. Das ist für uns natürlich ganz großartig. Das hat die Firma Rolex zum Thema Toolwatches berühmt und bekannt gemacht. Ja. Und ihr verkauft die Uhr aktuell. Mhm. Habt ihr schon einen Käufer? Wir haben mehrere Interessenten. Wir werden es aber der Reihe nach also anbieten, nämlich den Leuten, mit denen wir am engsten arbeiten. Es gibt Leute, die sagen immer, ja, wenn mal eine 6200 reinkommt und du so, ja, ja, wenn. Also wir müssen dann natürlich ganz klar... Auch das klar, ist für uns sehr schwierig, ja? Weil es ist wir haben natürlich viele sehr gute Kunden und das sind schon Leute, die in der Größenordnung agieren können und das ist auch Politik und das gilt es dann zum Beispiel auch zu diskutieren. Da kommt Thomas vielleicht auf einen anderen Namen wie ich und dann muss man auch sagen, ja, wer hat da jetzt recht und da gilt es geschickt und fair und gerecht zu sein und das ist manchmal nicht möglich. Ja. Und da geht es dann auch nicht mehr ums Geld. Also klar ist es wichtig, wie viel gibt man aus dafür als Kunde und als Investor, aber letztendlich ist es noch viel wichtiger, wie ist denn die Uhr? Wie gut ist denn diese Uhr? Und wie viel Originalität und Authentizität ist denn da noch drin oder halt auch eben nicht mehr drin? Wirklich, und jeden Tag ans Handgelenk schnallen. Jeder, der mal Referenz 6200 googelt, einfach zum Spaß und sich ein Luftikus-Portfolio macht und sagt, die lege ich mir da mal mit rein, der wird merken, wie wenige da international auf dem Markt sind. Ja? 2010 haben wir sowas mit 200 verkauft. Mhm. Also du zitterst. Vor 2, ja, noch auch. Was Facht, ja. Allerdings ist das jetzt nicht die höchste Wertentwicklung in den letzten 13 Jahren, aber es ist eine sehr, sehr stabile und die hat auch überhaupt keine Wellenbewegung. Es gibt so wenig auf dem Markt, dass die gehört zu diesen paar Ikonen, die es auf der Welt gibt, wo du sagst, da kommt nichts mehr drüber. Das und die ist war es. Ja auch schon sehr viel wert, das muss man auch dazu sagen. Ja, ja, schon, ja genau. Absolut. Ja. 2,5 aber die konnte man sich in den frühen 50er Jahren auch als Kameramann leisten. Das finde ich. Es gibt Soldaten, die haben so Uhren, sich bei PX gekauft für ein paar hundert Dollar und dann der Erbe der Uhr des Vaters, der verkauft die und kriegt fast einen Herzinfarkt, weil er merkt, dass der Vater eigentlich auf so viel Geld saß und ihm das nicht bewusst war. Im Gegensatz zu einem ewigen Kalender mit Chronograph von Patek aus den 50er Jahren. Ja, der hat damals schon viel Geld, aber auch nicht, es war machbar. Ich glaube, es ist die unscheinbarste Uhr hier auf dem Tisch. Unglaublich. Also das erkennt, glaube ich, wirklich niemand, wenn du damit auf der Straße rumläufst. Da unterschätzt du tatsächlich auf den Partys, wo du bist oder auch demnächst mal sein wirst, gerade in diesen Investorenkreisen. Und ich glaube, dass ihr durchaus sehr, sehr gutes Umfeld habt. Wenn ich dir die leihen würde, würdest du sagen, ich bin schockiert. Mich haben pro Party 2 bis 3 Leute auf die Uhr angesprochen. Die wussten ganz genau, was ich da trage. Das unterschätzt du. Also bei der Uhr hätte ich Angst, die zu tragen. Also das ist dann schon eine Preiskategorie. Verständlich, das würde mich absolut. Auch, sehr die jetzt auch gerne machen. Wieder ausmachen. Würde mich auch nervös machen. Wir haben natürlich Trageversicherungen, aber man merkt immer, dass die Uhr zu teuer für einen ist, wenn man zittrige Finger kriegt. Mir geht es schon auch so, wo ich sage, privat weiß ich nicht, ob ich damit rumlaufen möchte. Jeder hat so seine eigene Grenze und die muss er selber austarieren. Und sie verändert sich auch über die Jahre. Jetzt hatten wir heute einen spannenden, wilden Ritt durch die Uhrenwelt. Also das war wirklich, ja, ich muss sagen, ich bin platt, aber vor Begeisterung. Und ja, ich glaube, wir brauchen dringend ein Uhrenportfolio. Ich hoffe, dass es nicht zu lang war, dass es vielleicht... Nee, war super interessant. Aber wir haben jetzt schon schöne Sachen auf den Tisch legen können. Wirklich. Herzlichen Dank, dass ihr das auch möglich gemacht habt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Dank. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Uns macht es Spaß. Mit euch reden können. Ja. Freuen uns, dieses Wissen auch weiterzugeben, weil wir lieben Uhren. Das hat man definitiv gemerkt und es war eine große, große Freude und auch ein Riesenprivileg, mal die Uhren wirklich in der Hand zu haben. Joram, danke dir. Thomas, danke dir und wenn ihr auch ein kleines Danke habt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und ja, wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Ciao.